Hallo und herzlich willkommen hier aus meinem Hause oder aus dem Raum, wo wir immer die Videos auch machen. Heute geht es um Recurve Tuning. Kurz stelle ich mich mal vor. Ich bin Tuner im Tuning-Team des DSB und beruflich ist Bogen-Tuning auch mein Steckenpferd und ich mache eigentlich wenig anderes außerdem. Ja. Dann soll es auch schon losgehen. Heute geht es um Recurve-Bogen-Tuning und zwar geht es darum, wie ich von A bis Z einen Bogenzusammenbau einstelle, wie ich strukturiert jedes Mal immer die Einstellungen finde, wie ich jedes Mal auch niemals zurückgehen muss und weiß, hey, ich habe jetzt, wir unterteilen die Sachen alle in Stages, sagen wir, okay, wir haben eine Stage gemacht, also den ersten Punkt abgeschlossen, dann brauchen wir auch nie wieder zurückgehen. Fangen wir einfach mal an. Und zwar geht es darum, dass es um die Einstellung am Mittelteil geht. Du kannst ein bisschen dich daran zoomen, diese Kamera. Ja. So. Und zwar ist es so, wir wollen zu Beginn immer erstmal das Mittelteil einstellen, bevor wir auch Hocharme reinstecken. Und zwar ist es wirklich wichtig, damit es zu keinen Fehlern kommt, dass wir das Mittelteil hier auch gerade ausrichten, dass wir hier sehen, okay, der Wurfarmblock, der den Wurfarm hält unten, der ist schon mal gerade. Oben und unten, das ist halt sehr wichtig. Dazu wollen wir auf jeden Fall auch die Wurfarmbolzen schon gleich weit rein und raus drehen ins Mittelteil. Das ist auch sehr wichtig. Und natürlich schon mal kontern. Danach stecken wir die Wurfarme ins Mittelteil, spannen den Bogen auf, das haben wir schon gemacht. Und dazu kommt es dann, dass wir zuallererst immer erstmal die Standhöhe messen. Das ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Die Standhöhe kann man immer rausfinden, indem man erstmal ins Manual guckt vom Hersteller und sich erstmal da irgendwo in dem Mittenbereich auch aufhält. Ja, die Standhöhe ist relativ wichtig. Als nächstes, das ist jetzt relativ basic für viele sicherlich, stelle ich den Tiller ein. Ich schaue immer, also der Tiller bedeutet, ist der Abstand von hier bis hier und die Differenz von da bis da im Endeffekt ist der Tiller, also das Maß. Und es sollte irgendwo zwischen 0 bis 6 mm sein. Erstmal. Oder 0 bis 8 steht zum Beispiel bei Hoyt, sind es 0 bis 8 mm. Ja, dazu kommt es auch schon so, dass es recht wichtig ist. Viele Leute schreiben schon, sagen schon, hey, der Tiller, was macht der, wie wichtig ist das? Der Tiller im Endeffekt bringt eine Balance zwischen dem oberen und unteren Teil des Bogens zusammen. Und zwar, die geometrische Mitte vom Bogen ist hier. Die Sehne ist aber hier oben und der Druckpunkt in den Griff ist da drunter. Heißt auch, dass der untere Wurfarm immer mehr belastet wird als der obere in der Regel. Entschuldigung, er ist weiter davon weg. Deswegen muss ich diese Balance wieder herstellen und habe hier ein kleineres Maß als am oberen Wurfarm. Was auch heißt, je nachdem, wie viel Zuggewicht ich habe, möchte ich ja auch sehen, wie ruhig kann ich ihn halten, mache ich natürlich auch Gewicht dran. Was zu der eigentlichen Frage jetzt kommt, ist es so, viele Leute sagen, ja, in manchen Büchern steht, man soll den Tiller bei Null haben. Zum Beispiel in dem Buch von Michele Frangilli wird es sehr oft so beschrieben. Die Sache ist die, ein Nulltiller, also hier oben und unten gleich, bringt mir nur ein gutes Ergebnis, wenn ich auch sehr, sehr viel Gewicht vorne am Stabilisator habe oder wenn ich einen sehr langen Vorbau schieße. Ansonsten würde ich bei normalen Sportlern, die jetzt nicht übermäßig viel Gewicht an ihrem Bogen haben, in der Regel irgendwo zwischen 3 bis 4,5 mm Tiller irgendwo anfangen. Das wäre so für mich die Grundeinstellung auf jeden Fall. Ja, denn auch eingangs super wichtig, die Sehne. Die Sehne sollte auf jeden Fall immer zum Zuggewicht passen. Und die Sehne sollte vor allen Dingen auch immer genug eingedreht sein. Sagen wir mal so, im Hobbysportbereich fangen wir bei 36 Lips an. 36 Lips, so 36 bis 40 Lips sollte man eine Sehne haben, die mindestens 18 Strang hat. Aus diesem bekannten Garn von BCY, das ist 8125. Ab 40 Lips bis 45 Lips schon, würde ich schon eher zu 19 bis 20 Strang tendieren. Bei weißen und schwarzen Garnen, die jetzt nicht sehr viel Farbe enthalten. Sehr, sehr wichtig dazu, bevor man überhaupt weitermacht, sollte man das kontrollieren, dass die Mittenwicklung auch immer zu der Nocke passt. Das heißt, die Nocke
sollte leicht draufklickbar sein. Die haben wir auch immer vorbereitet. Man sollte es so draufklicken können. So, und dann sollte die Nocke auch sich leicht so bewegen lassen. Ich komme mal dichter ran. Man sollte immer, dass ihr leichtes Spiel hoch und runter hat und auch nicht so eine riesige Nockerpose hat. Diese Sachen sind wirklich wichtig, dass man die zuerst macht, weil für den späteren Tuning-Prozess zu sagen, ja, ich schieße erstmal ein und werde dann alles nochmal ändern, macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Wie stelle ich ihn also gerade ein? Jetzt habe ich natürlich Standhöhe richtig gemacht, ich habe einen Tiller richtig eingestellt, also erstmal auf diese Basis-Standardwerte. Nun kommen wir dazu, wie stellen wir den Bogen wirklich gerade ein? Und zwar geht es darum, dass die Sehne gerade eine Flucht, komm mal ein bisschen näher ran bitte, ja, dass die Sehne eine Flucht von oben bis unten durch das Mittelteil macht. Dazu gibt es natürlich die bekannten Wurfarmlehren, hier wie vom Beiter. Und da wollen wir natürlich sehen, okay, dass die Sehne hier von oben bis unten gerade durchs Mittelteil läuft und natürlich über die Wurfarme auch selber. Zu Beginn würde ich immer erstmal danach schauen, wo bin ich generell? Wenn ich also mein Mittelteil gerade eingesteckt habe, würde ich immer erstmal die inneren beiden Wurfarmschablonen nur beachten, hier oben und unten. Und die Wurfarmschrauben. Was dazu wichtig ist, diese hier werde ich zuerst zueinander ausrichten, dass ich da gerade bin. Zusätzlich muss auf jeden Fall immer auch, einen Moment, der Monostabi, hier dieser hier, ich habe den mal mit weißem Ende getaped, muss auch immer gerade sein, damit das Mittelteil beim Abschluss auch gerade beschleunigt. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil es bringt überhaupt nichts, wenn die Wurfarmlehren alle gerade sind, aber zum Beispiel der Bogen jetzt in der Mitte so oder auch so verdreht worden wäre. Das würde nur Probleme dazu führen, dass die Sehne einfach zu weit rechts oder links ausnockt. Und ja, dann habe ich auf jeden Fall immer Probleme beim Pfeilflug, wie schon von vornherein angehandelt. Es gibt auch zwischendurch. Es gibt auch andere Methoden, wenn man nicht weiß, ob der Monostabi gerade ist. In der Regel kann ich einen Pfeil nehmen, da die allermeisten Mittelstücke, wie jetzt zum Beispiel Hoyt oder manche Win-Win-Alu-Mittelteile, haben alle einen Centerschnitt von 23/64 Zoll. Das ist ziemlich genauso viel wie dieser 23er Aluminium-Pfeil von Easton. Den kann ich einfach hier ins Bogenfenster einlegen und der sollte dann auf jeden Fall auch parallel zur Sehne verlaufen. Einfach. Dann sieht man, okay, hey, ja, hier sehe ich, mein Stabi und mein Pfeil sind auf jeden Fall beide gleichmäßig am Mittelteil hier. Und ich weiß, okay, mein Stabi ist auch gerade und es funktioniert auch gut. Gibt es schon Fragen? Keine Fragen. Ja, tatsächlich. Zwei Fragen schon mal an dieser Stelle. Die erste Frage war, ich mache mein Video auch gerne noch an. Wie wichtig ist es, den Bogen im ausgezogenen Zustand auszurichten? Den Bogen im ausgezogenen Zustand auszurichten, ist auch relativ wichtig schon. Die Sache ist nur die, das kann man den Bogen einfach nur, natürlich gibt es dieses Beiter Bow Brace, wo man den Bogen dann ausgezogen einspannt. Das einzige Problem dabei ist, der Bogen muss auch im ausgezogenen Zustand funktionieren, wenn der Schütze ihn in der Hand hat. Und zwar geht es da um Torque, also um Verdrehung im Bogen. Und man kann es statisch, also einfach mit dem Bowbrace kann man das schon nicht ganz schlecht simulieren. Aber auf jeden Fall gibt es da auch einen Trick. Das habe ich von unserer russischen Trainerin gelernt, ganz früher einmal. Der Trainer sollte auf jeden Fall hinterm Sportler stehen, etwas erhöht. Und dann würde man sehen, wenn ich jetzt einen Pfeil habe und ich hätte Sehne, Pfeilspitze und Stabispitze in einer Flucht, ich ziehe den Bogen aus, dann würde ich ja sehen, ob sich denn das Mittelteil oder Entschuldigung, ob denn der Stabi im Verhältnis zum Pfeil weiter sich nach links bewegt oder nach rechts bewegt. Das im Endeffekt möchte ich eliminieren und zwar, das kann ich darüber nur machen, indem ich an der linken Hälfte oder an der rechten Hälfte von der Griffschale einfach ein bisschen Material wegnehme, um dadurch diese Verdrehung, also diese dynamische Verdrehung zu minimieren oder komplett auszuschalten. Ja.
Also das wäre, ist die einzige Möglichkeit, wenn ich jetzt einfach gerade an den Bogen ziehe, und natürlich hat jetzt hier dieser, hier drunter hat der Wurfarm eine 3D-Verstellung in seinem Lagerblock. Dadurch kann ich das alles statisch gut ausrichten, hier auch gerade mit der Liliga, am Wurf am Ende. Aber ich habe keinen Einfluss darauf, das dynamisch im ausgezogenen Zustand dadurch noch zu beeinflussen. Normalerweise, Leute habe ich schon mal gesehen, die das gemacht haben, die verschlimmbessern das eigentlich. Ja. Deswegen würde ich auf jeden Fall jemanden gucken lassen. Alleine ist es immer sehr schlecht möglich. Und dann demnach einfach die Griffschale anpassen. Das macht die meisten Probleme, ja. Gut, dann vielen Dank schon mal für die Erklärung. Eine zweite Frage kam noch rein, wieso die Farbe der Sehne ins Gespräch kam. Also gibt es da Vor- oder Nachteile von verschiedenen Sehnenfarben? Die Sehnenfarbe hat schon Vor- und Nachteile. Ich habe jetzt zum Beispiel hier, das ist mein eigener Bogen ganz nebenbei, ich habe eine relativ dunkle Sehne, weil ich ein helles Mittelteil habe. Je nachdem, wie gut man Farben sieht, würde ich natürlich versuchen, einen möglichst großen Kontrast zu haben, um einfach bei jedem Wetter immer meine Sehne auch gut zu sehen können. Wenn ich jetzt nur zum Beispiel eine sehr, sehr leuchtend gelbe Sehne habe, Neongrün, Neonpink, solche Farben können zu Schwierigkeiten führen. Wenn die Sonne drauf scheint, dann kann der Sehnenschatten sehr, sehr breit werden. Und dadurch kann es sein, dass ich natürlich hier die Sehne schlecht am Mittelteil oder wenn ich die Sehne am Visiertunnel habe, kann ich sie einfach schlecht platzieren und würde mir dadurch natürlich auch Seitenstreuung einhandeln. Was ich gelernt habe nach meiner Recurve-Karriere von einem älteren Herrn, der zum Beispiel hat seine Sehne, was vielleicht nicht im Lehrbuch steht, hat seine Sehne genau zwischen Mittelteil und dem Visierkorn in der Mitte davon, weil dann ist es egal, ob die Sehne, durch, wenn es zum Beispiel sehr hell ist, die Sehne breiter wird oder schmaler wird, er hat die Sehne immer in der Lücke zwischen Mittelteil und Visierkorn. Und das finde ich eigentlich relativ pfiffig, weil dann könnte ich mir auch eine schöne bunte Sehne drauf machen, wenn ich sie mag oder auch gut sehe. Bin aber nicht abhängig davon, dass es jetzt sehr sonnig ist oder wenn es zum Beispiel dann auf einmal bedeckt wird, dass mein Sehenschatten sich groß ändert und ich dadurch natürlich eine Seitenstreuung mir einhandle. Gut, es gibt ja noch eine Frage zur Standhöhe bzw. zur Sehne. Das können wir aber nachher noch klären. Da kommen wir noch zu. Ja. Gut, dann soll es auch weitergehen hier bei uns. Und zwar Bogen gerade machen, klar, logisch, wir haben das Mittelteil, also wir haben alles eingestellt hier. Was auch ein immer sehr, sehr guter Test ist, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob jetzt alles gerade ist an meinem Bogen, oh, ich lasse ihn mal wieder stecken, ist so, ich kann zwei Pfeile nehmen, komm mal wieder dichter bitte. Ich kann zwei Pfeile sehen und nehmen und lege sie einfach beidseitig ans Mittelteil dran und sehe, okay, hier meine Sehne, machen wir mal so, kommst du da gut drauf? Gut. Ist genau in der Mitte von den beiden Pfeilen. Dann kann ich da auch nach oben fahren und nach unten fahren und weiß, okay, hey, es ist alles in Ordnung. Mein Mittelteil ist auch nicht verdreht. Es ist so, dass nicht jedes Paar Wurfarme zum Beispiel 600 Millionen Prozent gerade ist. Also wie jetzt hier zum Beispiel von ganz oben bis ganz unten, dass alles perfekt in einer Linie ist und der Stabi nicht gerade ist, Entschuldigung, dass der Stabi gerade ist, ist nicht immer möglich. Es liegt einfach ein bisschen an Herstellungsschwankungen von den Wurfarmen. Was aber gar nicht schlimm ist, es ist so, am allerwichtigsten ist, dass das Mittelteil gerade beschleunigt. Und zwar, ich kann eher damit leben, dass das, dass die Wurfarme ein bisschen schief sind, aber ich möchte gerne beim Abschuss, dass das Mittelteil in diese Richtung von mir weg gerade beschleunigt und nicht einfach sich nach links verdreht beim Abschuss oder nach rechts verdreht beim Abschuss. Das wäre sehr, sehr schlecht. Wenn man Pech hat, würde der Pfeil dadurch natürlich auch immer hinten anschlagen. Also wenn es nicht perfekt geht, was gar nicht schlimm ist, kann man immer auch ein bisschen Zwischenlösungen sich suchen und finden und sagen, okay, ich möchte auf jeden Fall das Mittelteil gerade haben. Also ich schaue, dass die Sehne wenigstens durch die Schrauben geht und dass mein Monostabi gerade ist. Und ob die jetzt am Ende hier an den Wurfarmtipps wirklich 100% gerade ist, ja oder nein, ist nicht wirklich so kriegsentscheidend, wenn es nicht geht. Am allerwichtigsten ist natürlich immer die Beschleunigung vom Mittelteil nach vorne. Ja.
Dann kommen wir auch schon zum nächsten Test. Bevor ich überhaupt anfange, groß einen Rohstoff zu schießen, würde ich natürlich erstmal in diese Easton-Liste gucken. Und zwar, viele würden jetzt sagen, ja, diese Easton-Liste funktioniert nicht. Und zwar doch, sie funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Es gibt nur ein kleines Problem, wie sie gelesen wird. Und zwar, normalerweise ist es so, dass die Leute die Auszugslänge immer an der Bogenvorderkante messen, so wie es eigentlich immer auch früher gemacht wurde. In der Easton-Pfeiltabelle steht aber drin, dass die korrekte Target-Pfeillänge gemessen wird. Heißt, die korrekte Scheibenpfeillänge wird gemessen, ausgezogener Zustand, vom Nockboden bis zum Button hier plus 1 Zoll Clearance. Das endet hier vor. Das ist recht dicht dazu. Das ist die korrekte Scheibenpfeillänge. Und wenn ich dann nämlich hier sehe, dann fehlt mir eigentlich ein Dreiviertel Zoll Auszugslänge. Das heißt im Endeffekt, die Leute gucken eigentlich immer in einer Speintabelle zu hart von vornherein rein. Und zwar ist es leider so, dass die korrekte Scheibenpfeillänge und die Auszugslänge leider nicht gematcht worden sind. Aber gut, ist leider ein bisschen unglücklich, muss ich ehrlich zugeben. Aber so, auf jeden Fall, wenn man immer vom Nockboden bis Button plus 1 Zoll Clearance misst, kommt man in der Regel sehr, sehr gut bei raus. Dann kommen wir auch zum Rohstofftest selber. Und zwar, der Rohstofftest, es ist so, ich nehme einen Pfeil, ich möchte gerne, dass der Pfeil geradeaus fliegt. Das heißt, die beiden Schwingungsknoten, die ungefähr hier und hier sind am Pfeil, sollen gerade hintereinander herfliegen. Wie ich das schaffe? Ich nehme einen Pfeil, dann nehme ich erstmal die weiche Seite vom Pfeil und, also Entschuldigung, dann messe ich erstmal die weiche Seite vom Pfeil, weil alle Pfeile, auch gerade jetzt ein X10-Pfeil, besteht aus einem Aluminiumkern und dann wird Carbon mit Epoxyharz einfach drumherum geklebt. Und das heißt, er hat auch immer einen Anfang und ein Ende, der rund geschliffen wird. Und das Problem ist daran, dadurch entstehen einfach harte und weiche Spots. Und die muss ich halt auch rausfinden. Da kann man Speintest dafür nehmen, hat man sicherlich im Internet schon gesehen. Und dann dreht man den Pfeil einfach auf die weiche Seite und los geht's. Viele Leute werden normalerweise immer sagen, hey, okay, ich schieße erstmal einen Pfeil, einen Rohstoff weg. Wenn ich mir nicht sicher bin, kann ich ihn länger lassen. Wie gesagt, ich würde immer die Easton-Tabelle erstmal nehmen, den Pfeil dann erstmal länger lassen. Oder wenn ich zu steif bin, ich brauche eigentlich nie Angst haben, dass ich meinen Pfeil zu kurz oder zu weich habe. Wenn ich in die Easton-Liste schaue und erstmal ein bisschen länger lasse, was überhaupt kein Nachteil ist beim Schießen, kann ich sofort sehen, hey, ich würde mich einfach Stückchen für Stückchen immer kürzer schneiden daran. Viele Leute machen auch so, okay, ganz klassisch von früher, ich schieße drei Rohstifte auf 18 Meter, Entschuldigung, ich schieße drei Pfeile. Dreh mal die Kamera bitte. Wir haben übers aufgebaut. So. Komm mal ran, okay. Nehmen wir mal an jetzt, man würde ungefähr hier, da, das wären jetzt, sagen wir mal, im Optimum natürlich, wären das die befiederten Pfeile. Und dann sehe ich, okay, mein Rohschaft, der soll ja natürlich nach Möglichkeit auch immer hier mit in der Mitte stecken. Viele Leute kommen noch dichter ran, dass man das besser sieht. Dann kippen wir das nach vorne ein bisschen. Okay. Wenn man natürlich sieht, okay, hey, viele Leute haben einfach auch die Sorge, okay, mein Pfeil steckt zwar in der Mitte, aber er fliegt nicht gut. Viele Leute verlassen sich leider darauf, dass ein Rohschafttest auf 18 Meter genau schon das Nonplusultra ist, aber übersehen in der Regel, dass der Pfeil vielleicht so drinne steckt oder auch mal so drinne steckt. Wenn jetzt der Pfeil natürlich hier links von der Gruppe stecken würde, würde man sehen, okay, hey, der Pfeil ist zu steif. Wenn der Pfeil aber so drinne steckt, also er hat natürlich auch die Mitte getroffen, aber steckt mit dem Hintern nach rechts, habe ich im Endeffekt immer noch einen zu steifen Pfeil, aber zu wenig Centerstellung. Kommt es an? Kann man das sehen? Kleine Nachfrage von mir an Freddy. Sieht man das? Das kommt gut an. Perfekt, kann man sehen. Dazu kam eben noch eine Frage, die passt da ganz gut rein. Die Frage war, ob die Alu-Pfeile auch eine weiche Seite haben. Ja, im Video wird man das leider jetzt nicht sehen. Jetzt ist hier ein kompletter Alu-Pfeil, ein silberner. Und zwar ist es so, dass die Aluminium-Pfeile werden nicht mehr nur gezogen, klar, sie werden auch noch gezogen, aber erstmal werden sie gerollt und geschweißt. Es ist nämlich so,
dass die Pfeile dadurch an der geschweißten Seite die harte Seite haben. Also in der Regel kann man davon ausgehen, dass die harte Seite immer bei der Schweißnaht ist. Und das wäre ein guter Anfangswert, um zu schauen, ob der Pfeil passt. Okay. Kannst du da nochmal erklären, was die Centerstellung heißt oder was die bedeutet? Ah, okay. Die Centerstellung ist im Endeffekt die Offset-Stellung vom Pfeil. Das ist auch bei der Grundeinstellung, wenn ich jetzt angefangen habe, ich habe meinen Bogen gerade eingestellt, dann würde ich hier, kann ich meinen Button einstellen, so habe ich meinen Button eingestellt und dann würde ich wieder die eine Wurfarmlehre zu Hilfe nehmen, also im besten Fall Wurfarmlehre, Schraube und dann möchte ich gerne, dass mein Pfeil im Endeffekt leicht links auf Angriff, wie es immer heißt, eingestellt ist und zwar ist es denn so, dass ich eine vielleicht Viertel bis eine halbe Spitze links neben der Sehne bin, wenn ich von hinten drüber peile, immer in Verbindung mit der Wurfarmlehre. Da ist auch zu beachten, das kann man nicht für jede Pfeillänge nehmen, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe kurze Pfeile und hätte einfach eine halbe Spitze nur als Beispiel, ein Pfeil, der jetzt sagen wir mal 25, 26 Zoll lang ist und ich hätte jetzt einen Pfeil wie meiner, der jetzt zum Beispiel fast 32 Zoll hat, dann würde der bei der gleichen Centerstellung natürlich deutlich weiter rausstehen oder deutlich gerader sein. Das heißt, es ist so, meine Spitze bei langen Pfeilen habe ich in der Regel immer ein ganz bisschen mehr Center, bei kurzen Pfeilen habe ich eigentlich immer ein bisschen weniger Centerstellung, einfach weil die Centerstellung durch bei den kurzen Pfeil weniger ist eigentlich auch schon mehr. Ja. Genau, das hatte ich vergessen, tut mir leid. Ja, denn klar, logisch, da geht es gerade vielleicht los. Noch eine Nachfrage dazu, zum Thema der Pfeillänge. Es wird teilweise mit dem Messpfeil vom Lockbett bis zum Klicker gemessen. Ist das nicht ganz so optimal? Was sagst du? Das ist eigentlich nicht ganz optimal, weil ich muss ja immer noch dazu rechnen, wenn ich jetzt mal, mein Klicker steht zum Beispiel auch hier, müssen wir mal dichter rankommen, mein Klicker steht ja auch zum Beispiel hier direkt vor dem Mittelteil und ich würde jetzt bis zum Messpfeil, mit meinem Messpfeil bis dahin messen, dann hätte ich vielleicht auch die Auszugslänge richtig gemessen, aber da ich ja bestimmt noch mindestens 1 Zentimeter, 1,5 Zentimeter Spitzenlänge darauf rechnen muss, würde ich automatisch meinen Pfeil ja zu lang geschnitten haben. Das heißt, ich müsste ja, wenn ich bis hier meinen Pfeil habe, okay, sagen wir mal, mein Messpfeil zeigt hier 28 Zoll, ich schneide meinen Pfeil jetzt auch auf 28 Zoll ab, muss aber dann die Spitze noch montieren, dann wäre ich mit meinem Klicker ja in Wirklichkeit eigentlich schon hier vorne. Das heißt, ich wäre außerhalb des Bestellbereichs und müsste schon wieder mit einem Vorbauklicker arbeiten. Was natürlich super schwierig ist und auch vielleicht schlechter einzustellen ist dadurch. Also würde ich auf jeden Fall immer bis zum Buttonpunkt, also bis zum Button messen, plus 1 Zoll und damit man ein bisschen auf der sicheren Seite ist, noch ein halbes Zoll addieren, weil dann reicht, egal welche Spitzen man nämlich benutzt, reicht es immer aus, dass der Biter, also dass der Klicker hier vorne noch die Kante berührt oder wenigstens halbwegs 3/4 auf der Klickerplatte auch aufschlägt. Ja. Mhm. Wo du gerade beim Pfeile schneiden warst, noch eine Frage dazu. Gibt es einen groben Richtwert, um wie viele Spine-Punkte der Pfeil pro abgeschnittenen Millimeter härter wird? Das ist ein Wert, also das ist, muss man sagen, super schwierig. Wenn wir jetzt die gebarrelten Pfeile nehmen, die wären nicht linear härter, sondern die wären eher sprunghafter härter. In der Regel ist es aber so, dass ich eigentlich sagen könnte, pro 12 mm, also pro halbes Zoll, wird mein Pfeil in der Regel eigentlich einen halben Spein, also eigentlich ein Viertel bis halben Spein steifer. Ja, okay. Kann man so sehen, ja. Ja. Okay, es gab noch weitere Fragen, die würde ich aber dann stellen, wenn wir zum Blankschaft-Test kommen. Das passt dann eher dazu. Okay. Ich leg dir nochmal weiter los damit, okay? Heißt, Rohschaft schieße ich weg. Die Leute wollen immer versuchen, dass der Rohschaft natürlich mit in der Mitte steckt. Habe ich jetzt einen gefiedert, einen ungefiedert. Natürlich, ich gehe jetzt mal vom Rechtshandschützen aus. Wenn mein Pfeil rechts neben der
Mitte steckt, dann ist mein Pfeil zu weich. Wenn mein Pfeil links neben der Mitte steckt, dann wäre mein Blankschaft auf jeden Fall zu steif. Wie gesagt, worauf ich auch noch hinaus wollte, ist, wenn jetzt zum Beispiel mein Rohschaft in der Mitte steckt, aber er steckt nicht parallel zu dem befiederten Pfeil, sondern so, ist er so auf jeden Fall ist er eigentlich so zu steif, aber ich habe zu wenig Centerstellung eingestellt, müsste das auf jeden Fall nochmal zurückgehen, überprüfen. Und wenn mein Pfeil so, also von links, das Heck einfach links hat zum befiederten Pfeil, aber dabei steckt, habe ich eigentlich einen Pfeil, der zu weich ist, aber der zu viel Centerstellung hat auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt weiter schießen würde, deswegen würde ich empfehlen, auch mal 25 oder 30 Meter auf jeden Fall dann immer zu nehmen. Und dann sehe ich, okay, mein Pfeil steckt dann auf einmal nicht mehr in der Mitte, wenn er jetzt eigentlich hier schon auf 18 Meter in der Mitte war, sondern er würde wieder rechts daneben stecken auf einer längeren Entfernung. Ja. Okay, hast du direkt eine Frage dazu, Freddy? Ja, es macht dann auch Sinn, einen Blankschafttest auch auf die Wettkampfdistanz zu schießen, also auch auf 70 Meter oder nur auf die kurze Distanz? Es hat einen Sinn, aber es sagt mir am Ende vom Tag nicht viel aus. Es ist zum Beispiel schön, wenn ich weiß, okay, ich schieße vielleicht nochmal 30, 40, 50, 60 Meter einen Rohschafttest dazu. Aber wenn ich auf 70 Meter meinen Rohschafttest in der Mitte, also schön meinen Rohschaft mit in der Mitte habe, ist das vielleicht schön, aber es ist nicht das beste Tuning auf jeden Fall, da ich ja am Ende vom Tag auch sagen kann, ich möchte ja gerne, dass der Schütze sehr, sehr gut schießt und trifft. Und Wettkampf ist immer anders als zum Beispiel Training. Deswegen machen wir, das ist auch aus dem Nähkästen hier ein bisschen, deswegen mache ich auch Rohschaftstests mit den Athleten, wenn sie noch gar nicht eingeschossen sind. Also wenn sie zum Beispiel noch hart und noch zäh sind von ihrer Technik, also vom Ablauf. Oder zum Beispiel ist es so, bei vielen Leuten auf der Deutschen Meisterschaft sieht man leider auch, dass wenn jetzt zum Beispiel die erste Wettkampfpasse beginnt, dass viele Leute den Pfeil, dass er eigentlich immer mit dem Heck rechts losfliegt, egal ob es windig ist oder also gerade auch wenn es windstill ist. Und zwar liegt es daran, dass wenn ich eine Wettkampfsituation habe, werde ich einfach langsamer, statischer, mein Lösen wird nicht mehr so gut, ich bin nicht so dynamisch und dadurch hat der Pfeil natürlich weniger Energie, die er mitbekommen. Und dadurch wird der Pfeil eigentlich immer ein bisschen zu hart reagieren. Einfach, wenn man ja angespannt ist, wird man ja einfach immer ein bisschen schlapper. Ist ja, kennt man ja von sich selber auch, dass man da ein bisschen vorsichtiger wird. Um das zu umgehen, machen wir das so, dass ich einfach die Sportler einfach stoppe. Und zwar, wir haben das angefangen, wir lassen also jemanden einfach den Bogen ausziehen und dann sage ich Stopp oder zum Beispiel Wind und dann darf der Sportler nicht weitermachen, also die Expansion darf nicht weiter geschehen, sondern er muss wirklich an dem Punkt stehen bleiben. Und dann nach 4, 5 Sekunden sage ich, okay, jetzt ist Go und jetzt lasse ich den Sportler wieder weiterziehen, weil das würde auch simulieren, wie der Sportler vielleicht auch, wenn eine Windböe beim Wettkampf ist oder bei einem 20-Sekunden-Finale, wieder wirklich der Pfeil wirklich auch geschossen wird im Wettkampf und nicht einfach nur ein guter Trainingsschuss ist. Weil oft ist ein guter Trainingsschuss und ein guter Wettkampfschuss bei egal welchen Profis man das sieht, auch immer ein bisschen unterschiedlich. Und das Tuning sollte so sein, dass ich auf jeden Fall am Ende von Tag für den Wettkampf, für die Finalmatches, dass da mein Tuning on point ist. Also, dass es da wirklich gut funktioniert. Und wenn ich jetzt im Training, wo ich super relaxed bin und entspannt bin und auf 70 Meter meinen Rohschaft gut stecken habe vielleicht, hilft mir das eigentlich sehr, sehr wenig, da mein Pfeil im Wettkampf nämlich eigentlich nicht gut fliegt. Als Grundeinstellung würde ich, sagen wir mal, bis 30 Meter, vielleicht 40 Meter einen Rohschaft mitschießen, aber auf 70 Meter zu sagen, hey, mein Pfeil ist ein bisschen zu hart oder mein Pfeil ist ein bisschen zu weich, ist eher suboptimal. Also ich würde den Rohschaft lieber nach dem Gruppentuning nochmal schießen und sehen zum Beispiel, hey, einige Leute haben zum Beispiel jetzt die Lisa Unruh oder einige andere auch, die haben zum Beispiel den Rohschaft auf 70 Meter nicht in der Mitte mehr nach dem Tuning, sondern irgendwo rechts so in der 8, 7, 6 und vielleicht sogar ein bisschen hoch oder ein bisschen tief, je nachdem, was für Bogen ich habe. Und das würde ich mir aufschreiben, weil wenn ich mal einen neuen Bogen habe oder mal irgendwas schnell machen muss, kann ich diesen Wert immer als Referenz benutzen, um dann wieder schnelleres Tuning, besseres Tuning für mich zu haben. Okay, empfiehlst du an sich beim Rohschaft noch, das Gewicht der Federn auszugleichen?
Bei ganz leichten Federn wie Spinnings, die selber nur knapp ein Grain das Stück wiegen, braucht man es eigentlich nicht ausgleichen. Also wir haben es sehr, sehr oft ausprobiert, aber in der Regel hat es keinerlei Einfluss, also keinen wirklichen Einfluss darauf gehabt, aufs Tuning, ob ich denn noch vielleicht ein ganz bisschen Schrumpfschloch hinten auf meinem Pfeilende geklebt habe, um diese 3 bis 4 Grain, die jetzt diese ganzen Federn zusammen wiegen vielleicht, also Spinwings, Gaspros, Spiderwings, XS-Wings, wie sie alle heißen, sind ja sehr, sehr leicht. Das braucht man auf jeden Fall nicht ausgleichen. Das Einzige, was man wirklich ausgleichen sollte, jedes Mal, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Wrap habe hinten, also einen schönen großen bunten Wrap, weil der ist relativ schwer, den sollte man auf jeden Fall vorm Tuning schon immer anbringen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, das muss auf jeden Fall ausgeglichen sein, weil natürlich dadurch der Pfeil hinten viel schwerer wird und das heißt, der Pfeil wird dadurch steifer gemacht, muss ich wieder ein bisschen berücksichtigen, also meinen Pfeil von vornherein ein bisschen länger lassen. Oder ich muss etwas mehr Spitzengewicht schießen. Dann gibt es noch eine Aussage, dass vor Jahren mal gelehrt wurde, dass der Rohschaft leicht links und leicht tiefer einschlagen sollte. Ich gehe jetzt mal aus von einem Rechtshandschützen. Ja, genau. Das war auch früher so, weil man dann gesagt hat, ich zwinge den Pfeil immer diese Bewegung zu machen. Also wenn der Knockpunkt ein bisschen erhöht ist, haben Leute versucht zu sagen, hey, ich habe ein bisschen bessere Clearance. Und natürlich, ja, eine Richtung ist natürlich die steife Richtung, machen sehr viele gerne, bringt mir aber eigentlich sehr, sehr wenig, weil ich hatte ja eben auch erwähnt, dass sehr viele Profis den Pfeil eigentlich alle auf der weichen Seite auf der langen Entfernung haben. Und was man auch sagen muss, der Rohschaft zum Beispiel, komm mal ein bisschen näher dichter ran wieder mit der Kamera, dass du da einfach besser filmst. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, das ist jetzt meine 70-Meter-Scheibe, bei sehr vielen Leuten ist es so, dass es nach dem Tuning, dass die Rohschäfte eher alle hier stecken, also vielleicht ein bisschen hoch und weich. Es hat nämlich folgenden Grund. Und zwar ist es so, in der Regel mache ich wesentlich mehr schlappe Schüsse als mehr zu starke Schüsse, gerade im Wettkampf. Also es ist ja, passiert ja mal schnell, dass man so einen Schuss hat, so oh, ein bisschen, oder man schießt zum Beispiel erst eine Vorrunde, Nachmittag, Finalmatches. Und da ist es so, das ist ja einfach so, da kann es zu einem kleinen Zusammenbruch kommen, dass man da ein bisschen schlapper ist. Und von daher würde ich das beim Tuning natürlich schon ein bisschen dagegen steuern, indem ich den Knockpunkt absichtlich ein ganz bisschen zu tief mache, um diesen tiefen Schuss einfach auszugleichen. Das heißt, das ganze Bild mit diesem, ich treffe irgendwo links tief, hat sich in der Regel, also hat sich die letzten Jahre schon sehr gewandelt. Die meisten Sportler haben eigentlich wesentlich bessere Ergebnisse dadurch erzielt, indem sie einen Knockpunkt vielleicht latent, sagen wir mal einen halben Millimeter, dreiviertel Millimeter, nicht so viel zu tief haben und den Pfeil auf der weichen Seite, damit man einfach bei einer Wettkampfsituation ein besseres Tuning hat. Also das sieht man wirklich bei 50%. Das konnte man zum Beispiel auch bei den Olympischen Spielen in Rio konnte man das super sehen, weil die Kameraaufnahmen waren sehr toll. Und bei manchen Leuten hat man dann gesehen, dass die ersten 3 bis 5 Meter der Pfeil einfach mit dem Heck rechts rauskam oder bei einigen anderen kam der gerade raus. Und da wusste man genau, wer hat auf Wettkampfsituationen getrimmt und wer hat auf, ja, auf schönem Garten, ruhig und smooth schießen getrimmt im Endeffekt. Das heißt, links tief macht kein Mensch mehr. Es gibt sicherlich das eine oder andere, dass einer sagt, hey, ich schieße mit zu steifen Pfeilen immer besser. Aber das Gros der Leute tut sich eher mit einem ganz weichen, also mit einem latent weicheren Pfeil besser als zu steifen Pfeilen auf langen Entfernungen. Okay, es gibt noch ein paar Fragen zum Spinewert. Als was ist dann ein Spine definiert, wenn wir davon reden, dass bei 12 mm Abschnitt der Pfeil um ein Viertelspine härter wird? Also Viertel bis halben, das hängt davon ab. Wir haben ja einen gebarrelten Pfeil. Es ist so, dass also der Spine ist ja die Schwingungsfrequenz vom Pfeil. Und zwar muss man ja generell sagen, ich habe, wenn ich jetzt Tuning mache oder ich möchte gerne meinen Pfeil passend zum Bogen mache, habe ich ja 2 Schwingungsfrequenzen. Einmal habe ich die Schwingungsfrequenz vom Bogen und einmal habe ich die Schwingung vom Pfeil. Wenn ich die matche, fliegen die beiden Schwingungsknoten also perfekt hintereinander her. Und dann habe ich auf jeden Fall einen geraden Pfeilflug. Und wenn ich natürlich sage, okay, ich schneide meinen Pfeil jetzt ein halbes Zoll ab, also man sieht ja auch in den Listen, also jetzt in der neuesten Easton-Liste, die wurde ein bisschen angepasst, ich schneide den Pfeil 1 Zoll ab, dann würde er ungefähr für einen 4 Pfund steiferen Bogen passen natürlich.
da der Pfeil leider nicht zylindrisch ist, sondern sag mal, konisch zuläuft zur Mitte und natürlich auch wieder, also er ist ja gebarrelt, er wird ja dicker zur Mitte, heißt auch, es wird, wenn ich einfach mehr abschneide, wird der Pfeil deutlich mehr reagieren, als wenn ich nur kleine Stücke abschneide. Deswegen, sagen wir mal, 12 mm oder so ein halbes Zoll knapp, was ist ja ziemlich das Gleiche ist, habe ich eigentlich so ein Viertel bis halben Spine-Wert vom Pfeil. Das heißt, der Spine-Wert ist an sich die Normauslenkung bei 28 Zoll Länge und Normgewicht von 860 Gramm. Genau. Und zwar, wir haben auch mal einen Spine-Tester hier. Dann nehmen wir den mal einfach. Kannst du auch mal rankommen, die Kamera. Und zwar, ich habe hier genau die beiden Punkte. Jetzt habe ich hier 28 Zoll Unterschied zwischen. Jetzt muss ich die Messuhr noch eben einrichten. Zack. Und jetzt sehe ich im Endeffekt, das ist der Spine. Also jetzt gehe ich einmal rund, zweimal rund, dreimal rund und sehe, dieser Pfeil, weil die Messuhr sich so rum bewegt, hat jetzt der Pfeil einen Spine-Wert von 342. Das ist also, wie man im Endeffekt, das sind diese 880 Gramm ganz genau, die das offizielle Messfundgewicht sind, was man im Bogensport verwendet. Und Spine ist ja im Endeffekt eigentlich das Rückgrat vom Pfeil, also die Härte vom Pfeil. Ja, das bedeutet es. Okay. Dann noch zu den beiden Drehpunkten am Pfeil. Wie findet man die raus? Es ist so, ich könnte den Pfeil jetzt, das kann ich leider jetzt nicht zeigen. Man müsste eigentlich den an einem Tisch, wenn ich jetzt den hoch runterfahre oder dagegen schlage, sehe ich, dass der Pfeil im Endeffekt einmal wird er sehr viel schwingen, sehr wenig schwingen und so kann ich einfach sehen, da gibt es ein tolles Video von dem Jake Kaminski, wie man im Endeffekt die beiden Schwingungsknoten rausfindet. Um die beiden Schwingungsknoten biegt sich ja der Pfeil immer, aber die beiden, das kann man natürlich auch Highspeed, hat leider natürlich auch nicht jeder, kann man sehr, sehr gut sehen und die auch markieren und sieht, okay, ey, da sind meine beiden Knoten. Im Endeffekt ist es eigentlich der Knoten, der erste ist hier und der andere, der untere, ist immer irgendwo zwischen hier und da. Ja. Okay, dann noch eine Frage zum Thema Alu-Carbon-Pfeil. Wie kann man dort die weiche Seite rausfinden ohne das Beinmessgerät? Gar nicht. Gut, danke. Ja. Gut, ja. Okay. Sind wir also weitergekommen? Wie gesagt, also am Anfang Eingangstuning sollte man immer auch einen Rohschafttest machen. Wenn ich diesen Rohschafttest jetzt gemacht habe, dann schießen wir als nächstes die Standhöhe aus. Und zwar, das ist eigentlich jetzt wirklich sehr, sehr wichtig, weil ich möchte gerne sehen, wo die Sehne wo der Pfeil hinterm Mittelteil ausnockt. Ja? Und zwar, ich nehme auch wieder einen Pfeil. Wenn die Standhöhe zum Beispiel zu flach ist, dann wird der Pfeil wird sehr weit rechts ausnocken. Und wenn der, also wird man auch wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich, dass der Pfeil anschlägt. Und wenn die Spannhöhe zu hoch ist, dann wird der Pfeil zu früh ausnocken. Und da ist die Sehne. Die Sehne beschreibt ja eine elliptische Kurve nach vorne, so. Und dann würde der Pfeil schon irgendwo weit links ausnocken. Und das ist sehr, sehr schlecht. Und zwar, wie finde ich die richtige optimale Standhöhe raus? Und zwar haben wir seit ein paar Jahren einen 2 bis 12 Meter Test. Darauf gehen wir mal eben hin. Gehen wir dicht daran. Okay. Und zwar schießen wir 6 Pfeile auf verschiedenen Entfernungen zwischen 2 und 12 Meter. Das muss nicht unbedingt 1, 3, 5, 7, 9, 11 sein. Kann auch 2, 4, 6, 8, 10 sein. Spielt keine Rolle. Ich schieße auf jeden Fall auf eine senkrechte Linie, schieße ich 6 Pfeile. Und dann markiere ich mir, wie jetzt hier schon angefangen, markiere ich mir, wo die Treffer dabei waren. Und der Grund dahinter ist, ich sehe, wann mein Bogen verzeihlicher oder besser wird. Jetzt habe ich hier 70 Zoll Bogen genommen und sehe, dass meine mit der Eingangsstandhöhe habe ich jetzt 22,8 gemacht. Das ist irgendwo in der Mitte bei den ganzen 70 Zoll Bögen. Sehe ich, dass ich hier ein paar weitere habe.
ein paar Flyer, also ein paar Ausreißer. Dann habe ich die Standhöhe um 2 mm erhöht. Also wir machen in der Regel immer 2 mm Schritte. Habe ich erhöht und sehe hier, ich bin schon deutlich dichter dran gekommen. Dann ist es so, ich erhöhe weiter. Dann sehe ich, okay, da bin ich auch sehr gut unterwegs. Dann erhöhe ich wieder 2 mm die Standhöhe und sehe, bei 23,4 werde ich schon wieder schlechter. Kann man das gut sehen oder müssen wir noch dichter ran? Nee, das passt. Das passt? Ja. Ja. Und jetzt sehe ich zum Beispiel hier einfach, jetzt sehe ich, dass ich zum Beispiel bei 23 cm und bei 23,2 habe ich zwei ziemlich ähnlich gleich gute Bilder. Dann weiß ich also, dass meine Sehne deutlich mittiger oder einfach gerader hinterm Bogen ausnockt bei beiden Standhöhen. Dann ist es so, es kann wirklich sein, dass wenn ich mal, das ist kein Spaß, dass wenn ich 23,1, deswegen habe ich es rot markiert, wenn ich 23,1 einstelle und wieder 6 Pfeile schieße, sind da nur 5 drauf, das macht nichts, sehe ich zum Beispiel, dass ich hier nicht mehr so viel Abweichung habe, sondern pam, 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 wirklich jeden Pfeil mittig auf die Linie setze und da wirklich die verzeihlichste Position, also den wirklich den tiefsten Punkt, wo die Sehne ausschwingt, erwischt habe und natürlich dadurch die verzeihlichste Standhöhe habe, die ich nur kriegen kann. Verzeihlich geht immer vor Geschwindigkeit. Ich möchte ja, dass meine Gruppierung, also meine Seitenstreuung dadurch besser wird. Deswegen machen wir diesen Test, also eingangs. Und ich kann so auch ausschließen in der Regel, dass ich irgendwo anschlage. Ja. Kannst du nochmal sagen, auf wie viele unterschiedliche Entfernungen mindestens geschossen werden sollte? Zwischen 2 und 12 Meter. Also machen wir immer 6 Pfeile. Also wie gesagt, ich muss auch nicht immer wie bei einem Walkback-Test auf einen Punkt zielen, sondern ich kann mal oben, mal unten zielen oder wie es auch ist. Man muss sich ja nicht die Pfeile kaputt schießen. Es kommt lediglich darauf an, dass ich wirklich nur die senkrechte Linie habe, weil ich wirklich nur hier sehen möchte, ist meine Seitenstreuung schmaler geworden oder wird sie größer, die Seitenstreuung. Das ist das, was wir bei diesem Test rausfinden wollen und was uns natürlich im späteren Tuning-Prozess auch sehr, sehr viel Zeit sparen wird hinten raus, weil viele Leute ja sagen, ja, man kann ja noch an der Standhöhe ein bisschen was ändern später, also auf 70 Meter. Das Problem ist aber, immer wenn ich die Standhöhe ändere, ändere ich natürlich auch die Steifigkeit vom Pfeil. Heißt also, umso höher meine Spannhöhe wird, umso weicher wird mein Pfeil reagieren und umso flacher ich bin, umso steifer wird mein Pfeil reagieren. Kannst du mal wieder zurück? Kann die optimale Standhöhe auch mit der optimalen Geschwindigkeit und mit der höchsten Geschwindigkeit ermittelt werden? Nein, das geht leider nicht. Und zwar ist es so, natürlich der effizienteste Wirkungsgrad, das hatten wir auch mal gemacht, über einen Chroni. Und zwar ist es ja so, wenn ich jetzt den Bogen mehr vorspanne, hat der Bogen in sich ja mehr Power, also einfach mehr Kraft. Aber die Nocke würde schon hier ausnocken. Das heißt, der Beschleunigungsweg wäre kürzer. Wenn ich jetzt den Bogen flacher spanne, dann würde die Sehne ja hier bis hierhin, sagen wir mal übertrieben, bis hier beschleunigen. Aber es hat insgesamt weniger Kraft. Natürlich, da muss man die effizientesten Punkte, sollte man da rausfinden. Also hatte man früher immer so gedacht. Deswegen hatten wir auch mal versucht, durch einen Geschwindigkeitskroni zu schießen. Aber das bringt uns nicht weiter, weil es ist nicht unbedingt die höchste Energieabgabe, der Punkt, wo der Bogen wirklich am verzeihlichsten schießt. Es ist wirklich für uns am wichtigsten, es steht im Vordergrund immer nur die Gruppe, die Gruppierung und das, sagen wir mal, Haupt- und Nebengruppen, wenn man jetzt aus dem Gewehrsport kommt. Oder aus einem anderen Schießsport, dass Haupt- und Nebengruppen im Endeffekt immer am dichtesten zusammen sind. Und da ist das Ziel, wo der Fokus drauf liegt. Deswegen interessiert mich im Endeffekt die größte Effizienz interessiert mich da nicht. Es geht nur noch darum, wann ist mein Bogen, wann mit dem Schützen zum Beispiel, wann schießt mein Bogen wirklich am allerbesten. Gibt es ansonsten noch eine akustische Kontrolle der Standhöhe? Nein, muss man auch sagen. Das hat man früher auch immer gemacht. Leiser ist immer besser. Aber wie man ja auch sieht,
zum Beispiel an unserem Standhöhentest. Natürlich, wenn ich den Bogen sehr hoch spanne, würde er natürlich sehr leise werden, logischerweise. Aber dann laufen wir auch zum Beispiel die Gruppen auseinander wieder. Mhm. Kannst du nochmal sagen, um wie viele oder Sehne eindrehen, wie viele Turns pro Zoll? Ah, genau. Die Sehne sollte, das ist natürlich, muss auch ein bisschen aufgearbeitet werden, die Sehne sollte im Endeffekt immer eine halbe Drehung pro Zoll Sehnenlänge eingedreht werden. Das heißt, ich habe jetzt hier einen 70-Zoll-Bogen. Ein 70-Zoll-Bogen hat eine Sehne, die ist 66 Zoll, teile ich durch 2. Das heißt, meine Sehne sollte mindestens 33 Mal eingedreht sein, also zwischen 30 und 40 Umdrehungen. Das kann man auch auf der Website von den Sehnengarnherstellern alles nachlesen. Bei BCY zum Beispiel, die ist ja mittlerweile Monopolist ist, die geben auch einem sagen, diese Twist Rate, also die Bindungszahl der Sehne, wird vorgegeben und man sollte auf jeden Fall die Sehne genauso oft auch eindrehen. Davon lebt die Sehne. Und zwar ist es auch so, viele Leute wissen ja auch, dass eine Sehne, die jetzt zum Beispiel alt und verschlissen ist, die ist vielleicht mechanisch in Ordnung, aber die Sehne wird laut. Und die Sehne gruppiert nicht mehr so, weil das weiß man ja auch von vielen Schützen, wenn man eine neue Sehne drauf macht auf seinem Bogen, auf einmal gruppiert sie wieder viel, viel besser. Und zwar der Hintergrund ist davon, dass die Innenflexibilität der Sehne wesentlich höher ist. Das heißt, sie schluckt im Endeffekt Verzeihlichkeit, also Entschuldigung, sie schluckt einfach Lösefehler. Und wenn ich eine Sehne habe, die wäre jetzt zum Beispiel eine Recurve-Sehne, wenn die genauso vorgereckt werden würde wie eine Compound-Sehne, also mit viel Gewalt, oder sie ist einfach zu wenig eingedreht, dann hat die Sehne auch keine Flexibilität mehr, dann ist sie einfach sehr löseunverzeihlich und dadurch gruppiert sie einfach schlechter. Das heißt, eine Recurve-Sehne lebt wirklich sehr hart davon, dass die richtige Bindungszahl ist und dass sie auch wenn sie mechanisch noch in Ordnung ist, tauschen die ganzen Profis ihre Sehnen im Endeffekt 6-7 Mal im Jahr mindestens, einfach weil man mit einer weicheren, also flexibleren, in sich flexibleren Sehne einfach deutlich bessere Ergebnisse schießt. Okay. Ja, das war eben ein ganz kurzer Exkurs. Dann noch eine Frage zur Sehne. Das war vorhin schon mal ein kurzes Thema. Welche Farben sind bei einem dunklen Mittelteil zu empfehlen? Bei einem dunklen Mittelteil würde ich natürlich mittelhelle Farben nehmen. Also es gibt zum Beispiel ein normales Rot, es gibt ein normales Orange, es gibt, wenn ich mal an die Wand schaue, es gibt so einen Bronzeton. Also ich würde Farben nehmen, die in der Sonne nicht so aufpilzen. Da zum Beispiel die ganzen Leuchtfarben, die man natürlich auf einem schwarzen Bogen extrem super sehen würde, aber leider dazu neigen, dass ich, wenn ich in der Sonne stehe, dass auf einmal die Sehne so einen Sehnschatten hat und wenn es dunkel ist, wieder schmal ist. Von daher muss ich sagen, dass eine flurfarbene Sehne, also jetzt hier wie gesagt Neongrün, Neongelb, Pink, Neonrot, würde ich eher von absehen als, ja, also ich würde gedämpftere Farben, zum Beispiel die Michelle Kroppen, die benutzt eine graue Sehne, was ich auch sehr clever finde. Grau ist nicht so hell, nicht so strahlend wie weiß. Aber man sieht es zum Beispiel auf Rot, am blauen Bogen, auf Schwarz sieht man es auch. Also man hat immer noch einen Kontrast, aber dieser Kontrast ist nicht zu grell, wenn ich jetzt zum Beispiel zwischen Sonne und bedeckt wechseln würde. Oder jetzt in mancher Halle, in manchen Finalsituationen hätte ich ja auf einmal ein riesen Scheinwerferlicht, wenn man in diesen imposanten Stages steht oder in diesen Finalarenen. Alle Scheinwerfer sind auch eingerichtet. Und wenn ich dann eine Sehne habe, die einfach einen sehr großen, breiten Sehnenschatten macht, bringt mir das im Endeffekt mehr Probleme als Nutzen am Ende vom Tag, weil ich natürlich immer nicht ganz genau den Sehnschatten am Korn anlegen kann. Oder der Florian Kallum zum Beispiel legt ihn aufs Mittelteil. Ja, von daher würde ich da sagen, im Pro-Bereich auf jeden Fall eher eine gedämpftere Farbe benutzen. Auch wenn ich selber die bunten Sachen auch sehr gut finde. Ja, kannst du nochmal sagen, wie fest die Mittelwicklung gewickelt werden soll? Die Mittelwicklung sollte auf jeden Fall sehr fest gewickelt sein, dass sie auf keinen Fall sich bewegt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich muss mal meine Assistentin eben bitten, die hält mal schnell den Bogen. Und zwar geht es wirklich um Knockfit. Und zwar die Sehne, ich stecke sie drauf. Und es gab ja früher einen Test, dass ich sage, okay, ich schlage einfach drauf. Und dann geht's ab, so dung, 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 dung. Bringt mir gar nichts.
weil zum Beispiel auch Beiter, das ist jetzt zum Beispiel eine Easternocke, aber eine Beiternocke rastet zum Beispiel auch federnd ein. Wichtig ist, das sieht man auf den Herstellerseiten auch immer, dass wenn ich die Nocke aufklemme, sie sollte auf jeden Fall sehr leicht hoch und runter fahren. Also ich muss da auch ein paar Zoll entfernt anfassen können hier und sie muss ganz leicht hoch und runter gleiten. Und sieht man das? Die Nocke sollte auf jeden Fall, ich drehe sie mal eben um. Ah, jetzt sieht man es vielleicht im Video. Ja, kann man sehen. Genau, dass sie auf jeden Fall ein bisschen Spiel hin und her hat. Das ist wichtig, das sollte immer der Startpunkt sein, wie dick die Mittenwicklung ist. Es ist so, nicht wenn ich sage, okay, ich habe jetzt 18 Strang Sehne oder nochmal 20 Strang, dass ich immer Halo 14 benutzen kann, sondern wenn ich natürlich jetzt eine Grausehne habe, die hat eine andere Dicke als eine rote, als eine leuchtgelbe oder so, da muss auf jeden Fall die Mittenwicklung immer zu passen. Und die Mittenwicklung sollte wirklich auch immer stramm sein, also wirklich von Anfang an sehr stramm gewickelt sein. Oder zum Beispiel hier, wie bei mir auch zu sehen, auf dem Video kommt es gar nicht rüber, dass mein Anfang mehrere Male zum Beispiel durch die Sehne durchgesteckt ist, damit ich mir hier oben einen Anker mache, wo die Sehne niemals weg kann. Wichtig ist auch, dass zum Beispiel die Wicklungen bei einer Recurve-Sehne immer in die gleiche Drehrichtung gemacht werden sollen, wie die Sehne selber ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Sehne im Uhrzeigersinn eingedreht habe, müssen alle Wicklungen auch in die gleiche Richtung gemacht sein. Weil wenn eine Sehne ja älter wird, also meine Sehne ist ja elastisch und wird natürlich länger mit der Zeit, gerade jetzt 81-25 oder früher Fast Fly Plus. Das heißt, sie werden länger und damit ich ja immer die gleiche Standhöhe behalte, muss ich im Endeffekt die Sehne ja immer Zeit zu Zeit irgendwann mal ein ganz bisschen mehr eindrehen. Wenn ich jetzt die Mittenwicklung entgegengesetzt der Drehrichtung der Sehne mache, habe ich das Problem, dass dadurch die Mittenwicklung lockerer werden würde. Und dadurch könnte sie sich natürlich, denn wenn es schlecht läuft, mal auseinanderschieben oder das Ende hier unten könnte dadurch aufgehen, wäre natürlich super schlecht. Deswegen muss sie in die gleiche Drehrichtung wie die Sehne gemacht werden, weil dann ist es so, dass nämlich umso mehr ich die Sehne eindrehe, umso fester wird auch die Mittenwicklung dadurch und die Endwicklung natürlich auch. Ja. Dankeschön. Ich habe noch zwei offene Fragen zum Thema Gewicht. Welche Auswirkung hat das Pfeilgewicht? Das Pfeilgewicht hat die Auswirkung, dass ich natürlich eine deutlich höhere Flugkurve habe, aber das Pfeilgewicht, umso höher das Pfeilgewicht ist, umso stabiler ist natürlich auch das Flugverhalten. Also das heißt, die gespeicherte Energie, ein leichter Pfeil kann ja nur Summe X an Energie aufnehmen. Ein schwererer Pfeil kann auch mehr Energie transportieren. Hilft mir also, wenn es zum Beispiel windig ist, habe ich natürlich mit einem schlanken, schweren Pfeil immer ein bisschen einen Vorteil auch. Okay, und die Mittenwicklung kommt auf die eingedrehte Sehne oder auf die uneingedrehte Sehne? Ich würde die Sehne schon vorher eindrehen. Ganz einfach, weil ich möchte ja auf jeden Fall, sollte auf jeden Fall, weil es kann halt sein, ja, das Problem ist wirklich, da ich zum Beispiel selber ja auch Sehnen baue beruflich, ist es so, wenn ich jetzt die Sehne gar nicht eindrehen würde und ich wickel zum Beispiel mit sehr, sehr viel Spannung, also Sehnen sind eigentlich im Endeffekt so, also Mittenwicklungen sind so fest, dass es gar nicht schon kurz vorm Reißen ist, das ist eigentlich optimal, kann man auch messen. Und wenn ich jetzt die Sehne jetzt, sagen wir mal, aufspannen würde und ich würde sie dennoch 40 Mal eindrehen, könnte ich natürlich, wenn ich Pech habe, mir vielleicht so Mikrogrisse oder Faserrisse machen in dem Wickelgarn und dadurch könnte natürlich vielleicht auch denn, das Wickelgarn auch mal reißen irgendwann. Früher bei Monofil, also Monofil-Nylon, bei so wie Angelschnur, Sebastian Rohrberg zum Beispiel hat sehr viele Jahre sehr erfolgreich mit Angelschnur als Mittenwicklung geschossen, aber dann machte es auch irgendwann mal im Wettkampf mal ping, dann war die ganze Mittenwicklung auf und dann wusste man, jo, jetzt müssen wir schnell mal Ersatz holen. Einfach weil es dann irgendwann zu übertrieben war oder einfach schon zu fest war. Ja. Deswegen würde ich es auf jeden Fall erstmal eindrehen. Gut, danke dafür. Wir haben dann noch eine Frage, die können wir später beim Walkback-Test noch beantworten. Aber zum Thema Sehne gibt es erstmal nichts mehr. Ja, okay. Wenn ich den Standhöhentest gemacht habe, dann gehe ich hin und wiederhole meinen Rohschafttest, den wir wieder auf Ihren Mal geben. Weil sicherlich, wie wir jetzt zum Beispiel sagen, wir gehen jetzt von dem Beispiel aus, Rechtshandschütze, wir hatten mit 22,8 als Standhöhe angefangen.
sind jetzt von der Standhöhe nach oben gegangen. Da war unser Zielwert 23,1, war einfach da am optimalsten. Ist es so, dass ich mein Pfeil sicherlich zu weich haben werde, ein ganz bisschen. Und zwar ist es so, dass es garantiert keine 6 mm Schneiden ist, aber wir schneiden auch mal wirklich, hört sich jetzt lächerlich an, aber auch mal nur 1 bis 2 mm vorne am Pfeil ab, um einfach dieses, um diesen Unterschied wieder auszugleichen. Dann ist es auch so, gerade eigentlich, wenn die Sportler zum Tunen kommen, ist es so, die meisten Leute wollen ja immer auf genau das Zugewicht schießen, was sie haben. Also das heißt, einer hat jetzt sich lange gearbeitet und hat 45 Pfund drauf und ich hätte jetzt den Pfeil vielleicht ein bisschen zu viel abgeschnitten. Ja, dann sagen wir, okay, nee, wir drehen mal hoch. Ja, schön, geht nicht, weil der Sportler kann das nicht. Das heißt, es sollte sehr, ist sehr, sehr wichtig, dass der Sportler oder der Schütze, der kommt, auf jeden Fall immer noch mindestens 1 Pfund Reserve im Zuggewicht hat. Oder wenn er sagt, hey, man hat ein bisschen, der Pfeil ist jetzt zu weich und man ist eigentlich schon doch an seiner Belastungsgrenze, dass man sagt, ich würde denn den Bogen ein ganz, ganz bisschen runterdrehen. Das ist vielleicht eine Viertel bis halbe Umdrehung maximal, die man denn schneiden müsste. Also nach dem Standhöhentest, dass man denn bei dem Rohschafttest, sagen wir meistens eine Viertel bis halbe Umdrehung, was eigentlich schon relativ viel ist, also es sind 0,3, 0,4 Pfund. 0,5 Pfund vielleicht auch schon manchmal. Das reicht aber schon aus, um die Unterschiede der Standhöhe, also den dynamischen Spein dadurch anzupassen. Ja. Dazu nochmal ganz kurz, die Drehrichtung der Sehne für Rechts- und Linkshänder unterschiedlich? Nein. Die Sehne würde sich oben so rumdrehen, unten so rumdrehen oder andersrum, spielt keine Rolle. Und wie man auch ganz toll auf Highspeed, haben wir das natürlich auch sehr, sehr oft schon getestet. Ich habe jetzt leider selber eine schwarze Sehne. Es ist so, dass die Sehne rutscht eigentlich nur von den Fingern seitlich runter und hat eigentlich keinerlei Drehung beim Abschuss. Also die Sehne dreht sich nicht. Die Sehne ist, egal ob ich jetzt linksrum eindrehe oder rechtsrum eindrehe, spielt keine Rolle. Hauptsache, die Wicklungen sind in die gleiche Drehrichtung wie auch die Sehne selber. Was man dazu sagen wollte, man sollte auf jeden Fall die Sehne im Uhrzeigersinn eindrehen, also linksrum. Da nehme ich, gib mir mal eben schnell eine Rolle Garn. Irgendwas Buntes. Wenn wir hier eine Rolle Garn haben, da nämlich der Faden, der hier drin ist, der hat nämlich auch schon eine eigene Drehung in sich selber. Also im Strang selber, wird man auf der Kamera nicht sehen, aber der Strang ist nämlich auch schon im Uhrzeigersinn eingedreht. Heißt, ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, dass die Sehne auch linksrum eingedreht wird, da nämlich dann die Drehung aus den Strängen nicht rausgenommen wird, sondern eigentlich nur, also die Flexibilität wird einfach nicht raus. Wenn ich ihn jetzt ausdrehen würde, dann würden die einzelnen Fasern, die diesen Strang bilden, würden einfach gerade sein, und würden dadurch auch härter werden. Und natürlich würde, ja klar, man müsste es umrechnen, weil wenn ich meine Sehne rechtsrum 30 Mal eindrehe oder linksrum 30 Mal eindrehe, habe ich eine andere Länge rausbekommen. Ja. Und Dankeschön. Es ist auch so, bitte? Ja, danke schön. Perfekt. Okay. Und es ist auch wichtig, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt eine Sehne für sich baut, dass man auf jeden Fall erst die optimale Standhöhe misst. So, also ich habe jetzt meine Standhöhe ausgeschossen und wenn ich merke, hey, ich habe jetzt, sagen wir mal, 6 mm mehr Standhöhe als optimalen Wert, als mein Eingangswert, aber meine Sehne ist zu oft eingedreht, würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, eine kürzere Sehne zu bauen. Also bei 5, 6 mm würde ich auf jeden Fall immer eine passende Sehne bauen, weil wenn die Sehne dann, wenn ich sie abspanne, sich wie ein Korkenzieher eindreht, weiß man, okay, hey, da ist dann auch mal zu Ende. Ja. Das nur so als kleines Nebenbei. Also es hat schon auch einen Grund, dass die Sehne auf jeden Fall immer passen sollte. Okay. Gut. Der nächste Punkt auf unserer Tagesordnung wäre ja auch schon denn der Walkback-Test. Und zwar, da gehen wir wieder hier rüber. Da ist es ja so, da scheiden sich ja auch die Geister dran. Und wie mache ich das? Was mache ich da? Es ist so, klar, ich habe einen Punkt, den man auch sieht, auch auf längeren Entfernungen. Und darauf ziele ich, jeder kennt diesen Test, ich stelle mein Visier ein, dass ich den treffe.
und gehe den weitestgehend weitmöglichst zurück, also sagen wir mal bis 35, 40 Meter nach Möglichkeit, wenn möglich, also man fängt ganz oben an der Scheibe an. Wir gehen hier wieder auch von einem Rechtshandschützen aus und es ist so, in der Regel, wenn man alle Schritte, die wir bisher gemacht haben, wirklich auch befolgt, hat man in der Regel niemals einen großen Bauch oder man kommt niemals weit rechts oder links raus, sondern in der Regel befindet man sich immer mehr bei dem rechten Bild, irgendwo hier ein bisschen gezackt. Es ist wirklich so, oft ist es so, wenn ich zum Beispiel meinen Ruhschafttest, gerade wenn ich den nochmal wiederholt habe und ich mache den auf 30 Meter zum Beispiel, also wir gehen jetzt im zweiten Schritt beim Tuning auch dann immer auf die 30 Meter Entfernung. Und wenn ich denn wirklich geschafft habe oder sehe, dass meine Ruhschaft parallel zu meinen befiederten Pfeilen steckt und die nebeneinander stecken, aber parallel, habe ich in der Regel auch niemals Sorgen mit einem Walkback-Test. Wenn es so ist, natürlich, ob es jetzt Walkback-Test, Berger-Test, French-Tuning, Walkback-Tuning, es gibt ja viele Namen für die gleiche Sache. Und da ist es so, ich kann einerseits kann ich mir eine gerade Linie einhandeln nach rechts, dann ist mein Pfeil vielleicht ein bisschen zu weich, müsste ich das Zuggewicht ein bisschen verringern, weil ich kann mit dem Button kann ich keinerlei Pfeil, also keinen unpassenden Pfeil passend machen, weil ich habe zwei Schwingungsfrequenzen, wie wir schon eingangs gesagt haben. Also ein Button kann vielleicht in einem Moment den Reflex ändern, aber das Problem ist, dass der Pfeil immer noch schlecht fliegt. Das könnte man natürlich auf Highspeed viel besser sehen, hat man aber normalerweise nicht zur Verfügung. Deswegen muss man, wenn man normalerweise auf dem Bodenplatz ist, sagen, hey, wir müssen auf jeden Fall immer ein gutes Auge darauf haben, bevor wir den Walkback-Test anfangen, dass wir A, die Standhöhe ausgeschossen haben und B, dass der Rohschaft wirklich auch bis 30 Meter schon parallel zum, der Blankschaft parallel zum Befiederten steckt. Und dann komme ich eigentlich kaum hier, also komme ich kaum weg. Wenn ich jetzt wirklich zu weich bin, ich würde sehr ungern die Spitze zu leicht machen, weil eine sehr leichte Spitze zum Beispiel auch den Pfeil auf langen Entfernungen eigentlich tendenziell schlechter gruppieren lässt. Also eine schwere Spitze zieht nicht, weil es geht am Ende vom Tag immer, also der Pfeil wird ja angeschoben, deswegen kann zum Beispiel eine schwere Spitze auch nicht ziehen, weil naja, wo soll die Energie hin? Es geht einfach um das Gesamtgewicht. Und es ist aber so, dass ein höherer FOC, also Front-of-Center-Wert, wie man es in der Kamera so, dass der höhere FOC bringt einfach ein bisschen Gruppierungsvorteile. Da geht man am besten auch wieder in die Easton-Liste hinein und schaut, welches Spitzengewicht ist zum Beispiel zu meinem Pfeil empfohlen. Da steht nämlich immer hintereinander, also dieses Recommended Point Weight Range. Zum Beispiel bei einem 500er Pfeil bin ich bei 100 bis 110 Grain. Wenn man jetzt sagt, okay, ich bin dann ein bisschen zu steif, dass man nochmal 10 Grain mehr reinmacht, also 110, 120 Grain Schießstreuung, wäre in Ordnung, aber dann versuchen mit einer überschweren Spitze den Pfeil irgendwie auszurichten, bringt gar nichts. Von daher kann man immer nur das Zuggewicht benutzen, um einen unpassenden Pfeil auch wieder passend zu machen. Heißt, wenn ich jetzt so wirklich, das sind jetzt 1:1 Werte, die ich jetzt, wenn ich die schwarze Linie annehme als meine wirkliche Walkback-Testlinie und ich stecke irgendwo diese 5-6 Zentimeter rechts davon, würde ich auch wieder leicht am Tillerbolzen das Zuggewicht verringern. Oder wenn man wirklich ganz viel Zeit und Muße hat, kann man auch ganz, ganz kleine Stücke, das hat zum Beispiel für die Lisa oder andere machen wir das auch, dass wir dann sagen, hey, man will auf jeden Fall das erkämpfte Zuggewicht behalten, dass man dann sagt, hey, okay, ich schneide den Pfeil nochmal 1-2 Millimeter kürzer. Und vielleicht maximal 3 Millimeter. Also so ein Stück bei 30 Meter ungefähr sind vielleicht 2-3 Millimeter Pfeillänge. Bevor ich die Spitze leichter mache, würde ich auf jeden Fall, wenn es möglich ist, immer den Schaft kürzen. Aber ich würde niemals den Pfeil sehr nah an den Clearance-Punkt dran machen. Also wenn ich jetzt wieder sage, hey, ich habe Button plus 1 Zoll, das halte ich auf jeden Fall immer ein. Also ein sehr kurzer Pfeil hat nämlich das Problem, dass er dann mehrfach am Button anschlägt beim Abschuss, weil der vordere Schwingungsknoten zu weit hinterm Button einfach ist. Ja. Wenn ich jetzt davon ausgehe, klar, ein zu steifer Pfeil, deswegen sollte der Sportler immer auch Reserve haben, drehe ich einfach noch mal ein bisschen hoch. Also wenn es geht, also wirklich so eine Viertel bis halbe Umdrehung am Zuggewicht, in der Regel löst es schon, wie gesagt, das sind jetzt auch wirklich 1:1 Werte,
wenn ich jetzt bei 30 Meter so ein Stückchen da links neben bin, dann würde ich auf jeden Fall immer ein ganz bisschen mit dem Zuggewicht spielen, wenn es möglich ist, anstatt irgendwas anderes zu verändern. Ja. Ich stelle gerade noch eine Frage, die wurde nicht gestellt, könnte aber interessant sein. Pfeil abschneiden, wird er vorne abgeschnitten oder hinten? Okay. Um das in den Raum zu werfen. Okay. Das ist natürlich die beste Frage überhaupt, muss ich ehrlich zugeben. Ich muss eigentlich sagen, ja gut, fangen wir mal an. Und zwar ist es so, wir gehen jetzt einfach davon aus, also ein wirklicher olympischer Wettkampfpfeil, der wird zur Mitte hin gebarrelt. Und wenn man jetzt bei Eastman in die Liste guckt, ein ACE und ein X10-Pfeil, die haben ein Maximum Trim Amount, das heißt, die dürfen ein gewisses Maß vorne abgeschnitten werden und das war's. Der Hintergrund ist nämlich der, weil der Pfeil ja zur Mitte hin dicker wird, also ist ja oben schmal und wird dicker. Heißt, dass dann irgendwann die Spitze kleiner ist als der Schaft und wenn ich das erreicht habe, habe ich das Problem, dass nämlich der Carbon, also die Carbonkante, würde nämlich auch in die Scheibe einschlagen und würde nicht mehr von der Spitze beschützt werden und dadurch würde ich mir im Endeffekt Carbonfasern abreißen und darauf dann meine Pfeile durch kaputt machen. Gerade im Damenbereich haben wir sehr oft, muss man wirklich sagen, sehr, sehr oft schießen die Damen mit Michelle, Lisa, Eddie, Lisa, alle kann man sie nennen, in der Regel, weil sie nicht der große Auszug haben, aber viel Zuggewicht dahinter, also viel Bums hinterm Bogen, haben sie das Problem, dass die Pfeile alle natürlich sehr kurz geschnitten werden müssen. Heißt, sie kommen generell sehr, sehr leicht in den Bereich rein. Dann würde ich auf jeden Fall anfangen, generell den Pfeil schon mal, wenn ich sehe, ich habe jetzt einen 550er Pfeil und ich bin eigentlich noch ein bisschen zu weich, aber ich bin schon sehr nah an der Schnittkante, die ich überhaupt machen darf. Also sagen wir mal, dieser Pfeil wäre jetzt ein 550er oder 500er, die dürfen man so knapp auf 27 Zoll runterschneiden, was aber ja auch die Auszugslänge der meisten Mädels ja auch mittlerweile ist, 26,5, 27,5. Und da habe ich wirklich dieses Problem und das heißt, dann würde ich wirklich anfangen, den Pfeil 1 Zoll erstmal generell hinten zu schneiden, von vornherein weg, schon mal 1 Zoll hinten, weil dann springt nämlich der Pfeil knapp ein Dreiviertel Speinwert, wird er härter, also keinen ganzen, niemals. Irgendwo zwischen halben und Dreiviertel Spein wird der Pfeil dann steifer und ich habe wieder mehr Luft vorne, die ich noch hinterherstellen oder hinterher sägen könnte. Warum sägt man nicht hinten und vorne? Warum säge ich nicht erstmal wie bei einem Compound-Pfeil alles hinten, das Weiche weg? Und zwar geht es einfach um Clearance. Wenn ich jetzt einen Pfeil hätte, deswegen muss ich auch eine andere Centerstellung schießen bei zylindrischen, das war nicht daran. Es ist so, wenn ich jetzt einen Pfeil habe, der hinten weich ist, dann habe ich hier einfach mehr Platz zum Mittelteil. Wenn ich jetzt einen Pfeil habe, der hinten sehr steif ist, oder ich habe zum Beispiel einen Pin drinne, einen Collar hinten drauf und generell auch einen zylindrischen Pfeil, dann habe ich das Problem, dass der Pfeil sehr dicht am Mittelteil vorbeifliegt, also sehr, sehr, sehr dicht. Und ich habe wahrscheinlich immer das Problem, dass der Pfeil anschlagen wird. Gerade jetzt bei Carbonbögen, die sehr hart sind zum Beispiel, da hat man ganz schnell, wenn man den Pfeil zu viel hinschneidet oder man hat einen zylindrischen Pfeil, hat man sehr schnell das Problem, dass der Pfeil einfach nicht mehr mit dem Hintern einfach um den Bogen herumkommt. Deswegen von vornherein würde ich immer den Pfeil so weich lassen, hinten wie es geht. Aber wenn ich wirklich, gerade jetzt bei den Damen, die irgendwo zwischen 38 und 43 Lips schießen, die meisten, jetzt aus dem Kader zum Beispiel, die haben wirklich sehr, sehr oft das Problem, dass die Pfeile einfach vorne, dass da die Länge ausgeht. Da muss ich einfach anfangen, hier hinten ein halbes Zoll, eigentlich schneiden wir von vornherein ein Dreiviertel bis ein Zoll hinten ab und den Rest einfach vorne, kann man auch mal wieder länger lassen. Das ist einfach so die Sache. Gerade jetzt X10 ACE machen dadurch sehr, sehr viele Probleme beim Tunen oder viele Leute haben Schwierigkeiten, den X10 abzuschneiden. Ich selber zum Beispiel, mir waren 400, ein normaler 410er war zu weich, ein 380er Pfeil war viel zu steif. Was bleibt mir also übrig? Mein Pfeil ist auch hinten 1 Zoll geschnitten. Dann habe ich in Wirklichkeit so einen 400er Pfeil oder 390er Pfeil, kann eine normale Länge schießen und dann habe ich auch keine Probleme mit dem Pfeil mehr. Also wie gesagt, hinten schneiden, wenn ich es muss, tue ich es auf jeden Fall.
Wenn ich es nicht muss, würde ich auf jeden Fall den Pfeil erstmal hinten nicht schneiden, wenn jetzt die Damen oder jetzt auch Herren längere Auszugslänge haben. Einfach umso mehr, wenn ich jetzt so gehe und der Pfeil würde sich einfach hinten viel mehr biegen und natürlich dadurch auch, wenn hier das Mittelteil ist, deutlich mehr Platz generieren, als wenn ich einen steifen Pfeil hinten hatte. Also ich wäre mit hinten schneiden immer sehr vorsichtig. Mehr als 1,5 Zoll würde ich auf jeden Fall nicht schneiden, weil wenn ich 1,5 Zoll oder ja, 1,5, 2 Zoll hinten geschnitten habe, kann ich auf jeden Fall locker auch den nächsthöheren Spreinwert benutzen. Welche Centerstellung stellst du bei zylindrischen Pfeilen ein? Da bei zylindrischen Pfeilen wäre ich vielleicht so eine Viertelspitze maximal links neben der Mitte. Das ist okay. Ganz einfach. Weil wenn ich jetzt sehr viel Off-Center bei einem zylindrischen Pfeil hätte, hätte ich einfach das Problem, dass der Pfeil im Gegensatz zum Bogen sehr weit nach links startet. Ah, sieht man das schlecht? Ah, man sieht es einfach schlecht. Der Pfeil würde einfach sehr weit links starten. Die Sehne würde einfach das Heck vom Pfeil nicht um den Bogen herum bekommen. Und dadurch habe ich im Endeffekt schon einen anschlagenden Pfeil. Bei vielen Leuten, die zum Beispiel einen Aluminium-Rohschaft wegschießen, da hört man immer gerne mal so leicht Fling oder so ein Wumm, dass der Pfeil sehr viel schwingt. Das hört man sehr, sehr oft. Dann weiß man, oh, der Pfeil kommt mit dem Heck eigentlich sehr, sehr schlecht um den Button herum oder um die Pfeilauflage und die Pfeilanlage und schlägt eigentlich mehrfach an. Und dadurch kommt auch dieses Geräusch, dieses sonore Ping bei vielen Leuten, die einen Rohschaft, also die einen Rohschaft-Aluminium-Pfeil schießen oder einen zylindrischen Pfeil. Der macht einen Carbon-Pfeil, macht natürlich nicht so Ping. Bei einem Alu-Pfeil als Beispiel würde ich es auf jeden Fall sehr, sehr doll hören. Und das Problem herrscht auch bei den Leuten, die zum Beispiel einen Alu-Pfeil, viele wollen, ja, ich möchte unbedingt einen 23er Alu schießen oder einen möglichst dicken Aluminium-Pfeil. Muss man auch sehen, das funktioniert nicht immer bei jedem Bogen. Ganz einfach, weil wenn die Sehne zu schnell, zu gerade hinterm Mittelteil ist und ich habe einfach eine schwere Spitze und einen zylindrischen Pfeil, wird der Pfeil einfach immer anschlagen und dadurch habe ich mir natürlich das Problem schon hausgemacht und hätte zum Beispiel nach längerem Schießen an der Befiederung, würde ich vielleicht sehen, dass immer eine Feder irgendwo hier eingerissen ist oder einfach, dass die Feder sich abnutzt oder zum Beispiel an der Pfeilauflage irgendwo immer ein bisschen Farbe dran ist dann. Seid ihr noch online? Ja, der Herr Siebert quatscht, hat aber sein Mikro aus. Ja, ich habe es gemerkt. Ich bin noch wieder da. So, sorry. Es gab noch eine Problematik, die aufgetreten ist. Und zwar bis 30 Meter haben die Pfeile wunderbar auf der Linie gepasst. Und ab 35 Meter hat es dann angefangen, nicht mehr zu passen. Woran könnte das liegen? Okay, das ist eigentlich relativ simpel. Und zwar ist es nämlich so, dass sicherlich vorher nicht genau geguckt worden ist, ob der Rohschaft wirklich, Entschuldigung, dass der Blankschaft parallel zum befiederten Pfeil in der Scheibe steckt. Das ist in der Regel immer das Problem Nummer eins. Für sich selber, wenn man alleine auf dem Bogenplatz ist, ist es natürlich super schwierig, aber ich würde auf jeden Fall immer den Trainer oder einen Mitkollegen immer gucken lassen, wie kommt der Pfeil eigentlich aus dem Bogen raus. Und zwar interessant sind so die ersten 3 bis 7 Meter, die der Pfeil hinterm Bogen ist, also die der Pfeil einfach, also nachdem der Pfeil den Bogen verlassen hat. Das sagt mir nämlich den ersten Reflex vom Bogen, schon vom Pfeil aus. Und das zeigt mir einfach, ist der Pfeil eigentlich latent zu steif oder zu weich? Wie jetzt in dem Problem ist, ist es so, wenn es jetzt sagen wir mal, bis 30 Meter gut klappt, dann habe ich vielleicht, sagen wir mal, ein bisschen zu steifen Pfeil und zu wenig Center oder ich habe ein bisschen zu viel Center. Und dann habe ich eigentlich einen zu weichen Pfeil und bin eigentlich, wenn ich den Walkback-Test, ich drehe es mal wieder hin, komm mal her, wenn ich den Walkback-Test wiederhole, dass ich eigentlich, eine Sekunde, jetzt müssen wir mal was malen, so, malen wir es mal hier hin, so, wenn ich jetzt sehe, eigentlich bin ich mal hier, mal hier, mal hier, mal hier oder hier befiedert, hier unbefiederter, dann bin ich hier mit dem Befiederten, hier mit dem Unbefiederten, dann bin ich da mit dem Befiederten, hier mit dem Unbefiederten, hier ist der Befiederte, da ist der Befiederte, sag mal hier der Volligkeit halber. Wenn ich also jetzt sehe, dass ich immer anhand der Linie immer rechts, links, rechts, links bin, das ist ja bei sehr vielen Leuten, habe ich eigentlich wirklich nur das Problem, dass ich irgendwo vorher beim Blankschafttest immer ein bisschen geschlafen habe oder nicht ganz genau kritisch geguckt habe oder vielleicht der Schießkumpel
oder Trainer von hinten auch nicht ganz genau gesehen hat, dass der Pfeil eigentlich nicht perfekt parallel zum befiederten Pfeil steckt, sondern dass er eigentlich ein bisschen off-center ist. Das heißt, in der Regel, wenn ich das jetzt sehen würde, sehe ich, okay, hier, das, die X'e sind jetzt alles die befiederten Schäfte und ich sehe, eigentlich habe ich hier so einen Mini-Bogen drin, der kommt wieder und geht da unten zurück. Und dann würde ich jetzt mal hier hin machen und da und dann würden mir die befiederte oder die Pfeile alle jetzt in die Richtung abhauen. Dann sehe ich eigentlich, hier habe ich vielleicht ein ganz bisschen zu, im Eingang habe ich ein bisschen zu wenig Centerstellung, aber denke, nee, ich bin ja immer nahe der Linie, aber übersehe in Wirklichkeit, ich habe hier zu wenig Centerstellung, müsste eigentlich mehr Centerstellung schießen und weil mein Pfeil sicherlich dann ja natürlich weiter links stecken würde, müsste ich das Zuggewicht hochdrehen, um das wieder auszugleichen. Oder ich würde, wenn man es sich ganz einfach machen will, oder was heißt ganz einfach, wenn man es richtig macht, man sagt, hey, ich komme bei dieser Stage, also beim Walkback-Tuning, ich komme nicht weiter, dann gehe ich zurück und mache nochmal einen Rohschafttest auf 30 Meter und schaue nur auf 30 Meter, ob dann wieder meine befiederten und unbefiederten Pfeile parallel zueinander stecken. Weil in der Regel, Dankeschön, in der Regel ist es genau nämlich das Problem, dass dann nicht die Pfeile wirklich parallel zueinander stecken oder auch schon auf 20, 25 Meter, sondern die stecken immer ein bisschen so, immer ein bisschen so. Das heißt, der Pfeil fliegt eigentlich gar nicht gut. Es ist augenscheinlich halbwegs geradeaus, aber der Pfeil fliegt nicht wirklich perfekt. Und deswegen hat man auf längeren Entfernungen beim Walkback-Test oder nach 30, 40 Meter immer diese Abschweifung oder immer Abweichung dafür und kommt nicht weiter. Auch gerade beim Feldbogenschießen, was jetzt vielleicht nicht die Hauptattraktion im Moment hier ist, gerade jetzt beim Thema, aber da ist es ja sehr, sehr wichtig, dass ich ja, weil ich den ganzen Tag Entfernungen wechseln zwischen 10 und 60 Meter schieße, da kommt es ja sehr drauf, sehr, sehr hart drauf an, dass ich auf jeden Fall immer eine perfekte Linie von oben bis unten habe mit meinen Pfeilen. Und da ist natürlich die Centerstellung umso wichtiger auch. Es kann natürlich auch sein, nee, es kann nicht sein, Entschuldigung, ich lösche das lösche mal wieder, dass das Visier nicht gehört, dass das Visier schief ist, aber das zählt jetzt nicht. Wie gesagt, man hat sicherlich beim Rohschafttest eine Kleinigkeit übersehen, muss einen Schritt zurück. Und wenn ich jetzt sehe, es wird einfach nicht besser, dann würde ich einfach wirklich, nehmen wir mal den Button hier raus. Und zwar, wie benutze ich nämlich eigentlich wirklich einen Button? Jetzt haben wir hier einen Button von einer sehr bekannten deutschen Firma. Und zwar habe ich einmal hier die Nutmutter und hinten habe ich die Stelltrommel. Und auf der Stelltrommel sind Zahlen drauf. Und wenn ich jetzt dieses letzte Bild habe, das alles ein bisschen kreuz und quer ist oder bis 30 Meter sehe ich, dass alles gut ist, dann gehe ich hin und zwar ist hier nämlich ein Gewinde drauf und das ist mal 1. Das heißt, eine Umdrehung hier ist genau 1 Millimeter. Jetzt gehe ich hin und schaue auf dieser Stelltrommel hier drauf, dass ich zum Beispiel bei mir, suchen wir mal einen Punkt. Hier ist zum Beispiel, wenn man da durchlinst, sieht man da, aber das sieht man natürlich nicht. Okay, ich sehe zum Beispiel, wenn ich hier durch die Nut gucke, sehe ich die 9 dahinter, also ganz exakt. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt dieses Bild, wie hier eingangs beschrieben, dieses kleine mittige Bild, dann würde ich die Centerstellung genau 1/10 Millimeter verstellen. Und zwar, das bringt wirklich was. Und es würde vor allen Dingen auch das Bild, das durcheinandergezackte Bild, sofort aufräumen und deutlich in eine Richtung abweichen. Ich würde dann die Nutmutter nehmen und von der 9 auf die 8 oder von der 9 auf die 0 stellen. Einfach um ganz, ganz leicht meine Centerstellung ein bisschen anzupassen, weil 1/10 Millimeter macht den Kohl nicht fett. Aber 1/10 Millimeter macht auf jeden Fall, gehen wir mal an die Farbe, wenn ich jetzt 1 oder vielleicht 2 Zehntel habe und ich habe jetzt wieder hier befiedert, unbefiedert, befiedert, unbefiedert, ich würde sofort sehen, dass meine Pfeile, dass mein Test im Endeffekt mehr in eine Richtung läuft oder dass vielleicht dann die Linie einfach wie hier, dass es da eher zurückkommt, dass nämlich die Linie nicht mehr passt. Und das ist auch, also gerade da sollte man sehr, sehr viel drauf, also viel Augenmerk drauf legen, dass man auch mit der Skalierung hinten von der Stelltrommel arbeitet, weil die Stelltrommel hinten im Endeffekt ist eine super gute Hilfe, um auch später beim, also hier bei einem Walkback-Test deutlich Verbesserungen vorzunehmen, weil viele Leute sagen immer, ja, da machst du mal eine Viertelumdrehung oder eine Achtelumdrehung und ja, jetzt stellst du zurück und dann haben die Leute wieder, ja, war es jetzt eine Achtel, war es eine Viertel oder
bin ich genau eine Achtel oder bin ich vielleicht genau ein Viertel oder habe ich eigentlich drei Achtel oder sowas gestellt. Um das alle auszuräumen, benutzen wir auf jeden Fall immer die Nutmutter als Gucker, als Indikator für die Stelltrommel. Und zwar in Zehntel Millimeter Schritten. Und wenn ich sehe, okay, ich habe ein Bild, was jetzt, sagen wir mal, hier einen Bauch hat, einen rechten Bauch, dann würde ich sagen, okay, um diesen Bauch aufzuräumen, würde ich jetzt erst einmal 2 oder 3 Zehntel Millimeter die Centerstellung verändern und nochmal schießen. Und so kann man auf jeden Fall auch so Kleinigkeiten aufräumen oder sowas aufräumen, indem man einfach wirklich dann besser die Stelltrommel und Nutmutter in Kombination benutzt und dadurch den Button einstellt. Ja, lange Antwort, tut mir leid. Es gab noch 2 Fragen direkt zum Button, die können wir vielleicht zuerst beantworten. Welche Buttonfeder sollte verwendet werden? Die mittlere oder die harte oder auch sogar die weiche? Und wie und wann wird ein Button eingestellt? Der Button, im Endeffekt, da habe ich dem Werner Beiter früher mal zugehört. Der hat sich nämlich mal herausgenommen, ist bei einem Weltcup über den ganzen Platz gegangen und hat einfach an jedem Button immer mal drauf gedrückt. Er ist ja ein älterer Mann und dem will keiner was. Der durfte also alles machen und der hat dann herausgefunden, dass egal welches Zuggewicht die Leute eigentlich tendenziell mit einem härteren oder mit einem weicheren Button besser klarkommen. Es ist so, wie stellt man den Button ein? Also die mittlere Feder, es gibt jetzt, das ist keine Werbung für Beiter, aber jetzt haben wir dieses Produkt. Wir haben 3 Federn, die harte, die mittlere und die weiche. Ausgeliefert wird der Button in einer mittleren Stellung, irgendwo mit einer mittleren Feder. Das ist auch relativ gut passend für die meisten Zuggewichte, irgendwo zwischen 30 bis 45 Pfund, muss man sagen. Und zwar, der Button ist ja im Endeffekt eigentlich der Stoßdämpfer für den Pfeil beim Abschuss. Und man muss eigentlich nur aufpassen, dass der Button eigentlich arbeitet, also dass der Button überhaupt arbeitet. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich den Button sehr hart drehe und ich hätte ein leichtes Zuggewicht, dann würde der Button nicht mehr funktionieren. Also dann wäre es einfach eine starre Anlage. Und ich muss vor allen Dingen gerade, alle Leute benutzen ja diesen wunderschönen verstellbaren Klicker, den es ja auch gibt seit immer. Aber der Klicker steht zum Beispiel sehr weit weg vom Button. Und da ist es so, wenn jetzt manche Leute sagen, ja, ich schieße aber tendenziell immer lieber mit einem weicheren Button besser, was auch sein kann, definitiv. Aber ich habe eine weiche Buttonfeder hier drinne und der Klicker ist weit weg. Und das heißt, wenn der Klicker, umso weiter der weg ist, umso mehr Hebel, also mehr Druckwirkung, hat er auf dem Button. Und wenn mein Button dann zu weich ist, also das würde ich immer auch testen. Einen Moment, ich komme mal um die Kamera. Ich gehe also hin. Ich lege jetzt meinen Pfeil auf, ich ziehe und wenn ich denn, also als Recurve-Schütze, wenn ich den einfach ausziehen würde, jetzt ganz normal, und wenn meine Spitze springen würde beim Abschuss hier, also wenn der Klicker zurückschnellt und die Spitze würde sich bewegen, dann weiß ich, okay, mein Button ist auf jeden Fall zu weit. Das ist so eigentlich ein Test, den man immer gut sieht, wenn Leute sich auch ein bisschen verbastelt haben, vielleicht in einer Reihe. Man kann auch sagen, dass man kann es auch ausschießen, dass manche Leute, egal welches Tuning sie haben, eigentlich, sie bekommen neuen Bogen, sie ändern das Zuggewicht, dass sie aber plus minus ein bisschen eigentlich immer die gleiche Buttonspannung behalten. Eigentlich so in ihrem Rahmen. Also jemand, der relativ vielleicht schlechter löst, der könnte mit einem weicheren Button einfach deutlich mehr anfangen, als sie zum Beispiel mit einem knüppelharten Button. Also da müsste man auch ein bisschen in sich reinhorchen und gucken, wie verzeihlich oder wie gleichmäßig schieße ich eigentlich, wenn es drauf ankommt. Kann ich mich relaxen? Kann ich wirklich locker nach hinten gehen? Oder bin ich einfach denn sehr harsch und ruppe? Davon würde ich es eher sportlermäßig abhängig machen, ob ich, sag mal, eher einen harten oder weicheren Button schieße. Tendenziell kann man eher einen härteren Button schießen, wenn man besser löst, auf jeden Fall. Also Leute, die sehr gut lösen und Platz haben, können das schon. Aber ansonsten muss man wirklich sagen, stumpf ausschießen. Und natürlich gibt es für jede Regel auch immer eine Ausnahme, gerade im Bogensport und Tuning da, in dem Sinne. Ansonsten auch im Damenbereich, um ein bisschen was aus dem Nähkästchen zu sagen, ist es so, dass einige Damen schießen die weiche Feder, aber relativ hart. Nur so von der Sache her, also sagen wir auf einer 3 oder auf einer 4, hier ist ja auch auf der Stelltrommel, auf der Gewindehülse ist ja auch noch der Indikator drauf, welche Spannung anliegt. Und die ist auch irgendwo so um 4, 5, 3, 4, so bei einer weichen Feder, was auch sehr, sehr gut funktioniert. Das kann man auch ausschießen. Ob man jetzt, man könnte auch einfach
Moment, muss man hier rausfahren. Man kann auch einfach zwei Button gegeneinander halten. Und dann einfach, wenn man jetzt zwei Button, also einen Ersatzbutton machen möchte, würde man den zusammendrücken und dann sieht man, dass sie gleichmäßig zugehen. Ich kann das Gleiche machen, wenn ich sage, hey, ich möchte gerne einen Testbutton machen, wenn man dann einen hat oder sich einen leiht oder seinen Ersatzbutton nimmt. Und dann sagt man, okay, ich versuche die gleiche Spannung aufzubauen zwischen der weichen Feder im härteren Bereich oder der mittleren Feder im weicheren Bereich und dann einfach zu sehen, was ist für mich verzeihlicher, weil initiell, sag mal, wenn ich sie jetzt zusammendrücke, würden sie immer noch ähnlich gleich reagieren, aber die Federkennlinie, also die Federrate ist anders, bei der weichen Feder als bei der harten Feder und natürlich, Entschuldigung, nein, das ist falsch, auf jeden Fall die Federrate ist eine andere und dann würde ich einfach sehen, wie hart wird der Button, wenn ich einen schlechten Schuss mache. Da geht es nur noch darum, schlechte Schüsse zu kompensieren. Also das kann man nicht pauschal sagen, ob weich oder mittel dann besser ist. Also eine weiche Feder hart gedreht oder eine mittlere weich. Das muss man wirklich ausschießen. Ein paar auf jeden Fall auch vielleicht mal zwei, drei, vier Leistungskontrollen machen und sich mal einen Tag nehmen oder zwei Tage oder drei, vier Tage dafür Zeit nehmen und dann mal die nächste Woche wieder den anderen Button benutzen, natürlich auch alles eingestellt zu haben und dann wirklich wieder die Gruppen beobachten und schauen, was funktioniert besser. Ich habe noch eine schöne Frage zum zweiten Buttonloch am Mittelteil. Dient das nur für die Pfeilauflage, weil dann könnte man ja auch ein kleineres Gewinde verwenden? Ein kleineres Gewinde? Was meint ihr damit? Ja, die Gewindegröße ist ja im Prinzip genau die gleiche, dass auch der Button reinpassen würde. Ja, genau. Und, ich verstehe es so, dass man für die Pfeilauflage ein kleineres Gewinde bohren könnte, damit es da keine Verwechslung gibt. So würde ich das jetzt interpretieren. Ach so. Ah ja, in der Regel jetzt mal bei dem Heutizid hier, hat man eigentlich eine Schraube, also das zweite Loch ist eigentlich dazu, um die Anbauplatte hier zu kontern. Mittlerweile, die älteren Heut-Modelle hatten in der Tat zwei Löcher. Es ist aber so, wenn die Pfeilauflage sehr weit vorne ist, wenn der Button deutlich weiter vorne ist, dann wäre ich im Endeffekt deutlich vor dem Drehpunkt vom Bogen. Und das kann einfach Probleme geben. Also einfach, weil der Bogen hat ja immer einen Torque und immer einen Drehmoment in sich. Und es könnte einfach auch schlecht, also es ist wahrscheinlich... Wir haben es schon mal ein paar Mal probiert, aber es hat keiner gemacht, weil es eigentlich immer nur schlechter geschossen hat. Muss man leider sagen, ja. Ja. Noch mal zwei. Oh, ja bitte? Ja, mach gerne. Alles gut. Mach. Okay. Mittlerweile sieht man ja auch, dass wir das jetzt ein Holzsystem oder früher der gute alte OK-Tuner-Block ist so. Man hat ja jetzt diese drei Platten, eine hohe, eine tiefe und eine mittlere. Die meisten Leute haben die mittlere. Wofür sind diese Platten? Das weiß nämlich auch kaum jemand. Und zwar ist ja hier die geometrische Mitte des Bogens, also hier am Shelf. Und hier ist der Druckpunkt. Gespiegelt dazu habe ich im Endeffekt hier auch das Buttonloch. Und zwar ist es nämlich genau gespiegelt zum tiefsten Punkt im Griff. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine sehr flache Griffschale schieße und sehr, sehr weit unten drücke hier ins Mittelteil, sollte ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren, die hohe Platte zu schießen, weil es sein kann, dass dadurch die Energiemitte des Bogens besser genutzt wird. Gleichzeitig ist es auch so, dass wenn ich jetzt sehr, sehr oben, also ich habe jetzt zum Beispiel eine kleine Hand oder zum Beispiel Damen und die drücken sehr weit oben oder sehr, sehr, sehr steil im Mittelteil drin, dann sollte man auf jeden Fall auch mal probieren, die untere Platte zu schießen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hoch drücke und will denn die obere Platte schießen, habe ich nichts von. Wie gesagt, bei dem OK-Tuner-Block früher konnte man das auch immer ausschießen, hatte man hinten so eine Schraube dran, konnte man die Höhe auch versetzen. Natürlich, wenn ich vorne die Platte versetze, muss ich natürlich parallel immer auch den Knockpunkt mitversetzen. Wenn ich beides einfach versetze, passt mein Rohschaft in der Regel eigentlich auch noch gut. Also das haben wir schon mal alles durchexerziert und auch es ist so, wenn ich jetzt die Platte wechsle und mache den Knockpunkt auch anders, ändert sich natürlich ein bisschen der Tiller. Aber mein Rohschaft sollte immer noch relativ gut fliegen. Und da kann man dann auch von weitergehen und sagen, hey, meine Gruppierung funktioniert besser mit der hohen Platte oder mit der tiefen Platte. Manche kreiden der hohen Platte aber an, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Bogen ein bisschen schief halte, also ein bisschen mehr schief halte oder ungleichmäßig schief halte,
Weil ich natürlich deutlich über dem Drehpunkt vom Bogen bin, hätte ich natürlich dadurch auch einen größeren Seitenversatz mit der höheren Platte. Heißt also, dadurch würde ich mir auf langen Entfernungen eine größere Seitenstreuung einhandeln. Deswegen würde ich persönlich sagen, ich würde die mittlere und die untere Platte versuchen. Ansonsten, wenn ich wirklich einen sehr flachen Griff habe oder sehr, sehr tief in den Bogen reindrücke, würde ich mal gucken, würde ich erstmal an der Griffschale arbeiten, ist das überhaupt die richtige auch? Ja. Okay, dann nochmal zwei Sachen zum Walkback-Test an sich. Die erste Frage ist, auf welche Scheibe sollte der am besten gemacht werden? Entweder auf Stroh oder einer Schaumstoffscheibe. Und du kannst vielleicht an der linken Grafik nochmal erklären, welchen Unterschied es gibt zwischen der linearen Abweichung und von dem Bauch. Also einmal Buttonstärke oder Federstärke und Angriff. Okay, und zwar ist es so, wenn ich jetzt einfach den Bauch links habe, habe ich zu viel Centerstellung. Also wenn ich jetzt einen Bauch habe, der links runter, wir gehen wieder vom Rechtshandschützen aus, alles ist für Rechtshand gemacht. Ich habe einen Bauch, der links ist und kommt wieder zur Mitte, habe ich tendenziell zu viel Centerstellung. Habe ich einen Bauch, aus der Richtung kommt, also rechts rauskommt, der wieder mittig wird, dann habe ich eigentlich zu wenig Centerstellung. In der Regel ist es wirklich so, es kann halt auch ein kurzer Bauch sein, also das ist, dass es einfach auch so aussehen kann ein bisschen. Dann habe ich aber eigentlich wieder, was ich vorhin auch schon sagte, eigentlich hier irgendwo ein Rohschaftproblem. Der Angriff ist auch erstmal, das ist auch wirklich nur die Grundeinstellung, weil nämlich im nächsten Schritt wäre es, ist die Centerstellung, weil wir nur auf eine Entfernung schießen, kann es wirklich sein, dass eine Centerstellung, die einen Bauch produzieren würde, aber auf 70 Meter besser gruppiert als ein optimaler Walkback-Test. Das heißt, für uns ist ein Walkback-Test immer nur die Grundeinstellung davon. Und dann schauen wir weiter, was macht die Gruppe. Wenn ich jetzt sage, okay, ich hatte das hier schon mal erläutert, ein zu steifer Pfeil, Zuggewicht eher hochdrehen, weicher Pfeil ein bisschen runterdrehen oder dementsprechend Spitzengewicht ändern oder Pfeillänge ändern. Der Button hilft einem da gar nicht. Der würde den Reflex ändern, aber wenn ich jetzt zum Beispiel wieder sehr pingelig zum Beispiel, man muss sagen, beeindruckenderweise, wenn man jetzt den Max Wegmüller nimmt oder andere auch, wie wirklich, oder Elena Richter, wenn die einen Walkback-Test machen, wie viele Pfeile wirklich am Ende von so einem Test auf der Linie stecken, befiedert und unbefiedert, ist schon wirklich beeindruckend. Und da sieht man einfach wirklich, dass die Centerstellung wirklich schon sehr, sehr nah am Optimum sein muss dafür, aber auch natürlich der Pfeil vom Schwingungsfrequenz, also von der passenden Frequenz. Welche Scheibe empfiehlst du, Stroh oder eher Etaform? Ich würde eine Kunststoffscheibe nehmen, weil seine Pfeile immer vom Stroh vorne sauber machen, ist immer ein bisschen unschön, muss man sagen. Aber wenn man nichts anderes hat, Stroh ist günstig, dann muss man leider damit leider zurande kommen. Aber das einige sagen, viele Vereine schießen auf Stroh, weil es billig ist und weil es lange hält. Was keiner beachtet, ist der Verschleiß von den Pfeilen. Und zwar, wenn ich mir schon die Mühe mache, ich schieße meine Pfeile zueinander aus und habe sehr teure Pfeile auch, die würden sich auf einer Strohscheibe sehr, sehr schnell abnutzen und der Pfeil würde gerade hinter der Spitze, dieses erste Stück, würde der sehr schnell sehr dünn werden und der Pfeil weicher werden dadurch. Das heißt, die Strohscheibe macht eigentlich die Pfeile viel, viel schneller kaputt als eine Kunststoffscheibe. Leider ist es so, dass doch immer noch sehr, sehr viele, natürlich auch aus Kostengründen, auf Stroh schießen, aber man muss sein Tuning auf jeden Fall nach längerer Zeit nochmal nachprüfen, nach spätestens 2-3 Monaten. Wenn man wirklich nur auf Stroh trainiert und auch nur Wettkämpfe auf neue Strohscheiben macht, ist es so, dass ich einfach sehr viel Verschleiß an den Pfeilen habe und dadurch müsste ich auch eigentlich, wenn mein Pfeil weicher wird, müsste ich auf jeden Fall mein Tuning wenigstens nochmal einmal wieder kontrollieren. Bleibt nicht aus. Okay, super. Auch für alle nochmal zur Info, es gibt im Nachgang nochmal ein Handout, da stehen alle Informationen drin. Das ist dann auch nochmal ganz hilfreich. Gut, erstmal gab es keine weiteren Fragen, die jetzt offen sind. Oh, okay. Es ist so,
wir gehen ja heute genau bis zum Walkback-Test. Und von daher würde ich sagen, sind wir nämlich eigentlich auch schon fast am Ende, da wir nämlich den Walkback-Test jetzt schon beschrieben haben. Und wenn es dazu keine weiteren Fragen gäbe, dann müsste ich nochmal an den Moderator wieder abgeben, um gesammelte Fragen zu beantworten, auf jeden Fall. Genau, also wie gesagt, es sind aktuell keine Fragen mehr offen. Es gibt ja nochmal ein zweites Webinar, am 13. Juli ist das geplant, auch wieder mit dem Henning Lübkemann. Da ist nicht das Recurve-Tuning Thema, sondern Compound-Tuning, auch super interessant. Und von daher, auf jeden Fall, wer dabei sein möchte, gerne nochmal fragen oder anmelden. Es gab gerade nochmal eine Frage rein. Welche Möglichkeiten gibt es denn, das starke Nachschwingen der Wurfarme zu reduzieren? Das starke Nachschwingen der Wurfarme kann man eigentlich schlecht reduzieren, weil jeder Bogen anders ist. Es ist aber auch so, es kann auch sein, zum Beispiel ein Bogen sollte immer aussehen wie ein Bogen. Wenn man jetzt den Bogen hier mal verfolgt, dann sieht man, je nachdem, wie der Wurfarm im Mittelteil drinsteckt, ich habe hier mal einen zweiten genommen, also der Bogen hat eigentlich einen guten Arbeitsbereich und einen schlechten Arbeitsbereich. Im Endeffekt, sagen wir jetzt nur von heute ausgehen, der ist zwischen, wenn ich den Wurfarmbolzen komplett reindrehe und minus drei Umdrehungen, also drei Umdrehungen rausdrehe, drei bis vier, viereinhalb, das ist der optimale Bereich, wo der Bogen arbeitet wie ein Bogen. Natürlich weiß ich, es ist sehr, sehr teuer. Wenn ich aber einen Bogen habe und mein Wurfarm steht so drinne, also sehr steil, also ich drehe meinen Bogen hoch, muss ich auf jeden Fall auch mit der Standhöhe runter, weil ansonsten mir der Recurve aufgeht oben, also hier der Recurve, ich habe einfach keinen Recurve mehr, sondern es sehe irgendwann so aus, dass die Sehne nicht mehr gut anliegt, einfach weil der Wurfarm sehr vorgespannt ist und das kommt immer noch extra zu Schwingungen und Vibrationen, das heißt dieses Nachflattern, liegt auch daran, wie doll der Wurfarm eingedreht, also wie der Wurfarm im Mittelteil steckt. Das heißt, wenn der Bogen ganz zugedreht ist, würde ich eben vom Abraten auf jeden Fall, sondern den Arbeitsbereich, sagen wir mal, von minus 5 bis minus 2 Umdrehungen, das ist normalerweise der optimale Bereich und da schwingt der Bogen eigentlich in der Regel bei den meisten Sachen nicht so hart nach. Es kann auch sein, wenn jetzt zum Beispiel mein Vorbau zu weich ist, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich schieße mit Vorbau und dann, also Vorbau, V-Bar und dann Stabi und dann erst hinten Gewicht, ist es so, dass in der Regel der Vorbau erstmal viel Energie schlucken muss. Und wenn er nicht hart genug ist und das nicht kann, also es nicht weiter transportieren kann, ist eigentlich der Vorbau und die Schraube davon ist der Stabi selber dann. Und der verursacht im Endeffekt auch dieses Nachschwingen immer mit dazu. Und natürlich auch die Standhöhe selber auch. Wie gesagt, ich denke, bei einigen Leuten wird es eine sehr, sehr große Überraschung geben, wenn sie diesen Standhöhentest machen zwischen 2 und 12 Meter. Ja, das wird auf jeden Fall einiges ändern. Ansonsten ist es auch am Ende vom Stabi immer okay, wenn man vielleicht die Hälfte vom Gewicht entkoppelt, also einen kleinen Dämpfer schießt. Das ist in Ordnung oder auch nur am Seitenstabi, zum Beispiel der Florian Kallund, der Sadie, der Max, die schießen eigentlich alle ohne Dämpfer am Monostabi. Aber sie schießen alle mit Dämpfern am Seitenstabi und das verringert auch die Schwingung. Aber man hat nicht das Problem, dass durch das entkoppelte Gewicht vorne am Stabi, dass das Zittern sich dadurch aufschaukelt. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Stabi hätte, ich habe mir meinen jetzt extra mal weiß gemacht und ich hätte jetzt die Spitze, die würde jedes Mal so nervös die ganze Zeit durch die Gegend schwingen, habe ich ja auch natürlich, das übertragt sich aufs Visier, das heißt, ich habe ein sehr nervöses Visierbild. Ich würde dann eher den Dämpfer wegmachen, das durch Gewicht ersetzen und irgendwo hinten den Dämpfer am Mittelteil machen. Oder früher gab es ja auch die kleinen Pilze, die Limbsaver, und die könnte man dann aber auch nur in diesem Bereich machen, also im Keil vom Wurfarm, um irgendwo Schwingungen noch zu reduzieren, wenn man das möchte. Ansonsten ist es so, dass die meisten Profis, egal ob zum Beispiel auf Recurve oder Compound, die sehen das Nachflattern oder das Nachschwingen vom Bogen als Feedback. Und zwar ist es so, wenn ich jetzt einen harten oder einen weichen Schuss mache oder ich löse härter oder ich löse weicher, dann höre ich, dass mein Bogen anders ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Wettkampf bin und mein Bogen klingt auf einmal anders, dann habe ich sofort immer ein akustisches Feedback, dass mein Schuss vielleicht nicht genauso war wie der Schuss vorher, auch wenn ich das vielleicht vom Gefühl her glaube. Das heißt, die Akustik hilft mir, zu differenzieren, wie meine Schüsse sind. Wenn meine Schüsse gut sind, macht es vielleicht Summ
Und wenn es ein schlechter Schuss ist, macht Tum, auf einmal höheren Ton. Und deswegen würde ich diese Bögen alle nicht tot machen und auch nicht also zu Tode dämpfen oder auch ruhig ein bisschen nachschwingen lassen, weil dieses Feedback, was der Bogen mir gibt bei jedem Schuss, ist immer für mich ein sehr, sehr guter Indikator, wie war mein Schuss. Also ich habe dadurch einfach eine akustische Kontrolle, wie mein Schuss gerade war. Und das würde ich eigentlich ungern zerstören wollen. Mhm. Ja. Es kam jetzt doch noch ein paar Fragen rein, die können wir gerne noch beantworten. Einmal die Frage, ob man am Bogen die Sehnenlänge abmessen kann, da sich die Sehne beim Abspann immer eindreht. Das ist schlecht. Entschuldigung, ich musste gerade mal was trinken. Also am Bogen selber ist es eigentlich schlecht. Was ich empfehle, die Sehne, so wie sie jetzt eingedreht ist, von mir aus jetzt sagen wir mal die Zahl X, dann würde ich sie auch so runternehmen, dann würde ich mir ein Brett nehmen, einen Nagel reinkloppen am besten am Ende, dann die Sehne spannen und auf der anderen Seite auch einen Nagel reinmachen. Und wenn ich natürlich sehe, hey, meine Sehne ist zu viel eingedreht, dann würde ich natürlich Punkt A und Punkt B nehmen. Wir können es auch eben mal anzeichnen für alle. Eine Sekunde. Das ist vielleicht schöner. Ich mache mal das mit der Kamera. So, haben wir hier zwei Bolzen. Jetzt haben wir nochmal eine andere Farbe. Okay. Dann habe ich jetzt hier die Sehne. Sehen wir hier. So. Und dann messe ich im Endeffekt, also wenn das der, hier ist jetzt das Brett. Sagen wir mal hier, Brett. So. Da messe ich im Endeffekt, ich würde einen Nagel nehmen, der 6 mm Durchmesser hat, weil zum Beispiel der AMU oder mittlerweile ATA, der Pfosten, der die Sehnenlänge misst, also unter einer gewissen Spannung, der hat genau ein Viertel Zoll, also diese 6 mm, oder 6 ein Viertel. Dann würde ich von hier, von dieser Kante bis zu dieser Außenkante die Länge messen. Hier, zack, sagen wir mal 169 cm, da. Und dazu passend einfach dann eine Sehne bauen, die genau die Länge hat. Weil bei ihm oder wie es jetzt im Beispiel erklärt worden ist, ist wahrscheinlich die Sehne einfach schon zu lang und viel zu viel eingedreht. Also wie gesagt, zwischen 35 und 40 Umdrehungen sollte die Sehne haben, also bei einem 70 Zoll Bogen, dann ist man auf jeden Fall gut dabei. Ja. Mhm. Dann tritt wohl ab und zu das Problem auf, dass sich ein Button während der Schüsse löst. Darf man diesen mit Loctite sichern? Loctite würde ich nicht nehmen. Ich würde einfach den, also wenn es jetzt wirklich ein Weiterbutton ist, würde ich den Spannschlüssel nehmen. Oder wenn ich jetzt eine kleine Kniepex-Rohrzange zum Beispiel, wenn ich einen ganz einfachen Button habe oder da gibt es kein Tool, um den Button festzumachen, würde ich eine Zange nehmen und ein bisschen festmachen. Aber eigentlich ist es sehr seltsam, dass sich der Button überhaupt löst beim Schießen. Normalerweise macht er das nicht. Also wie gesagt, das kann natürlich immer sein. Aber ich würde ihn einfach eher fester machen, ja. Okay, dann nochmal eine Frage zur Sensorstellung. Wie wird die bei einem Carbon- oder auch einem Aluminiumfeil eingestellt? Also mit Angriff oder ohne? Beide auf jeden Fall mit Angriff. Bei einem Aluminiumfeil tendenziell eher weniger. Also man muss jetzt bei den Carbonfeilen auch differenzieren, ob ich jetzt einen gebarrelten Pfeil habe oder einen zylindrischen Pfeil. Also ich würde Carbonfeil generell einen einfachen Carbonfeil gleichsetzen mit einem Alu-Pfeil und einem gebarrelten Pfeil, der hat einfach ein bisschen mehr Centerstellung. Und zwar ist es nämlich so, wenn ich jetzt den Bogen ausziehe, dann ist der Pfeil nämlich, mein Button eigentlich hier vorne. Das heißt, meine Spitze ist eigentlich wieder mehr zur Mitte hin als in der Ruheposition. Und dadurch ergibt sich auch ein bisschen diese Differenz zwischen einem gebarrelten Carbon-Pfeil und einem zylindrischen Carbon-Pfeil und einem Aluminium-Pfeil. Okay, wunderbar. Ja. Noch zwei Fragen gerade, können wir auch rein. Wie lange ist die Lebensdauer von Pfeilen und Wurfarmen? Puh, Profi-Tipp, gegen Vorbeischießen hilft näher rangehen. Ansonsten muss man sagen, ja, wie lange hält ein Pfeil? Man merkt es mit der Zeit, ich würde auch wieder was aufmalen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe meine Pfeile, machen wir mal hier, die gruppieren eigentlich so. Das ist jetzt, sagen wir mal, 6 Pfeile auf einer Scheibe.
Muss noch mal bitte näher rankommen, mal drauf filmen. Und irgendwann sehe ich, dass meine Pfeile so, dass die Pfeile rausgehen, so. Dann ist es so, dass die Carbonpfeile werden einfach mit der Zeit weicher und gruppieren nicht mehr. Das heißt nicht, dass ich die Pfeile jetzt per se wegschmeißen würde, sondern ich würde überall die Federn nochmal runterreißen und sie nochmal zueinander ausschießen. Also nochmal gucken, ist die weiche Seite immer noch da an der weichen Seite, wo sie ist? Das bleibt eigentlich. Aber ich würde gucken, hey, welche Pfeile gruppieren jetzt besser zusammen? In der Regel ist es so, man kann einen X10-Pfeil den kann man schon 40.000, 50.000 Schuss locker geben, also muss man so sagen, so eine Halbwertszeit hat der Stroh, wenn man auf Kunststoffscheiben schießt. Stroh hängt es immer davon ab, wie hoch ist die Qualität der Strohscheibe natürlich. Aber wie gesagt, wenn Pfeile älter werden, da sollte man sich wirklich denn die Zeit nehmen und die Pfeile nochmal zueinander ausschießen. Weil es ist wirklich so, dass man gerade aus den Carbon One, was ja ein super beliebter Pfeil ist, oder ein bisschen besserer Pfeil, auch ein ACC zum Beispiel, jetzt im Recurve-Bereich alles, die Pfeile würde ich wirklich immer Federn runter gucken, wiegen sie noch das Gleiche, wurden alle Pfeile gleich aufgeschossen, dann würde ich sie die ganzen Rohschäfte nochmal zueinander ausschießen, also und dann die Nocken drehen, dass ich im Endeffekt wieder eine Gruppe habe, dann neu befiedern und dann habe ich auf jeden Fall nochmal weiterhin eine Menge Spaß mit meinen Pfeilen. Das geht auf jeden Fall. Aber eine Zahl, irgendwo, wenn natürlich schon der Aluminiumkern aus dem Carbonpfeil rausguckt, dann ist er wohl auch verschlissen. Muss aber sagen, so also 50.000, 60.000 Schuss sollten die normalerweise in der Regel alle gut ausmachen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Okay, und kann Wurfarme, auch eine. Wurfarme habe ich ja nicht beantwortet. Wurfarme ist so eine Sache. Was auf jeden Fall, also Wurfarme könnte man normalerweise 2 Jahre, 3 Jahre schon schießen. Man sollte auf jeden Fall seinen Bogen immer mit einer Spannschnur oder Spannschuh, Spannleine, auf jeden Fall immer sehr, sehr gerade aufspannen und man sollte auch gucken, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel, viele Leute drücken ja, oder es gibt ja manche Griffschalenhersteller, die haben hier eine sehr, sehr scharfe Kante auf dieser Ecke und das heißt, dass die Leute eigentlich viel zu viel Kraft auf der linken Seite auf dem Griff haben und zu wenig auf der Daumenseite drücken. Was das aber mit der Zeit auch macht, wenn ich viel auf der linken Kante drücke, dann verdreht sich mein Wurfarm so. Das heißt, mit der Zeit ist mein Wurfarm, sagen wir, nicht mehr so, sondern eigentlich ein bisschen so in diese Richtung verdreht und verzogen. Heißt, ich muss ihn eigentlich wieder nachstellen. Wenn ich immer sicherstelle, dass meine Wurfarme gerade bleiben oder ich das einfach nachstelle, dann kann ich schon eigentlich 2, 3 Jahre auf ein sehr, sehr gutes Level. Hat man bei Michelle Kroppen gesehen, die hatte dann auch 2 Jahre wirklich viele Pfeile hinter ihren Wurfarmen. Und hervorragende Ergebnisse damit geschossen, wirklich. Ja. Kann man also auf Profiniveau, wenn man sagt, die schießen 6.000 mal 12, 60, 70.000. Also ich würde so eine Grenze vielleicht so bei 120.000, 130.000 Pfeilen eingrenzen, wo Wurfarme noch wirklich Top-Niveau haben und funktionieren. Okay, Dankeschön.